Hallo meine lieben Freunde, herzlich willkommen zum Alex Anarcho Podcast. Vielen Dank fürs Einschalten und heute wieder eine besondere Folge, weil wir einen Gast bei uns haben und ich finde das eine umso besonderere Folge, weil ich diesen Gast diesmal sogar schon persönlich getroffen habe. Und zwar ist mit mir in der Sendung Felix Hosse. Hallo Felix. Hey Alex, ich freue mich da zu sein. Genau, für die Leute, die nicht auf dem Liberty Sunrise waren und mittlerweile ihren Kopf wieder aus der Asche gestreckt haben, weil sie das verpasst haben, stell dich doch mal kurz vor, wer du bist und was du so machst. Okay, also ich habe mehrere Hüte auf in meinem Leben. Also erstmal zur kurzen Einleitung, ich bin Felix Hosse, ich bin 26 Jahre alt. Ich arbeite derzeit als Unternehmensberater. Habe in der letzten Zeit sehr viel auch als Dating-Coach gearbeitet. Dating-Coach muss mir wahrscheinlich nochmal drauf eingehen, da werden wir auch wahrscheinlich drauf eingehen. Und mein derzeitiges Herzensprojekt ist das Berlin Center for Individualist Thought. Das ist ein Think Tank in Berlin, den ich zusammen mit meinem Partner George Manchev gegründet habe. Und da bin ich derzeit der Executive Director und wir machen Berlin freier. Und das ist derzeit unser Hauptansporn, weil diese Stadt einfach sehr geil ist, wenn der Staat nicht irgendwie die ganze Zeit abfacken würde. Ja, und jetzt ordnest du dich ja eigentlich auch in die libertäre Kiste ein, würde ich jetzt so schätzen. Wie genau würdest du deine politische, philosophische Position genau klassifizieren? Ich denke, das ist sehr, sehr einfach auch darüber zu reden, wer einen wirklich beeinflusst hat. Also ich war sehr stark beeinflusst durch den Objektivismus, durch Ayn Rand, insbesondere in der philosophischen Entwicklung. Auch dafür, wie du selber dein Leben gestaltest, ist Ayn Rand, denke ich mal, ein sehr guter Maßstab. Aber natürlich sind dann auch bestimmte andere libertäre Denker dabei. Also wenn wir uns über Rothbard unterhalten, dann ist das sicherlich extrem interessant, auch so ein bisschen immer mit der Anarchie zu flirten. Ich denke, dass man als Libertärer immer diese Frage stellen sollte, was, wenn wir nicht den kompletten Weg gehen, ja, was würde dann passieren? Deswegen ist Rothbard auch auf jeden Fall ein intellektueller Einfluss, aber auch sehr, sehr klassisch liberal, auch von der ökonomischen Seite. Also wenn wir uns zum Beispiel Hayek angucken, hat unglaublich gute Theorien zum Beispiel zum Social Change gemacht, wie Informationen in der Gesellschaft verarbeitet werden. Natürlich Ludwig von Mises, auch ein großer Einfluss von mir. Man muss aber auch sagen, dass der Einfluss jetzt nicht nur auf Libertäre begrenzt ist. Ich habe gerade so ein bisschen meine Hannah-Arendt-Phase, wo ich mich ein bisschen mehr damit beschäftige. Und Hannah Arendt war auch schon ziemlich einflussreich, viele ihrer Dinge, obwohl sie jetzt nicht unbedingt als wirklich stringent libertär einzuordnen ist. Ja. Und die Gretchenfrage, du hast das jetzt gerade so anklingen lassen, dass du mit Anarchie flirtest. Wie hast du es denn mit dem Staat? Man muss ganz klar sagen, dass der Staat gerade in 99% der Sachen, die der Staat macht, da ist er zu Unrecht drin. Mhm. Ja, also das sollte er nicht machen. Und über die letzten 1% können wir dann diskutieren, wenn wir da sind. Wenn es soweit ist, genau. Finde ich gut. Ich bin auch ein großer Fan. Da hat sich irgendwie mein Denken in den letzten Monaten ein bisschen geändert. Auch sehr stark geprägt von Rothbard, der, ich glaube, in die Ethik der Freiheit im letzteren Teil, als es dann um die Strategie zur freien Gesellschaft ging, hat er gesagt, ja, man muss immer Allianzen schließen. Und es ist auch nichts Verwerfliches daran, sich mit den Linken zu alliieren, wenn es zum Beispiel darum geht, Kriege zu beenden. Ja, es gibt ja gerade eigentlich im klassischen linken Camp gibt es ja sehr gute Positionen. Ja, wenn wir uns Leute wie Noam Chomsky oder Emma Goldman anschauen, auch wenn die vielleicht links sind und nicht die genaue Definition von Eigentumsrechten teilen, die wir jetzt vielleicht aufstellen würden, am Ende kämpfen wir gegen den Leviathan, ja, und da ist jeder Verbündeter ein gern gesehener Freund an der Seite. Jetzt würde mich noch interessieren, wie bist du denn auf diesen Ast gekommen? Wie kam es denn dazu, dass du da so in den Objektivismus abgerutscht bist? Kannst du dich da noch dran erinnern, ob es da so einen Schlüsselmoment für dich gab, oder? Ich muss sagen, dass ich während meiner Zeit in Köln sogar, ich habe eine Zeit lang in Köln gewohnt und habe dort in der Unternehmensberatung gearbeitet.
Und da hatte ich einen sehr langen Weg zur Arbeit. Und dann habe ich mir gedacht, du hast einen langen Weg zur Arbeit, du musst mal ein Hörbuch hören. Und da ich wirklich einen sehr langen Weg zur Arbeit hatte, habe ich gesagt, nimmst du ein richtig langes Hörbuch. Und dann habe ich Atlas Shrugged genommen. Und dann Sehr halt gut. wirklich mit 60 Stunden Power. Und wenn man Atlas Shrugged liest, hat man, glaube ich, entweder eine von zwei Reaktionen darauf. Entweder macht man von vornherein zu und sagt, oh nee, das ist Teufelszeug, ich darf das nicht. Also andere Leute haben mir das quasi verboten, das zu lesen. Oder man gibt wirklich dann ein offenes Ohr, man ist intellektuell quasi ehrlich und offen und hört sich das einfach mal an. Und Ayn Rand legt in diesem Buch, wie ich finde, eine unglaubliche Emotionalität für die Freiheit an den Tag. Also sie ist, sie schreibt in einer Art und Weise, dass man sich mit diesem Protagonisten identifizieren kann. Und sie schreibt auch in einer Art und Weise, man sagen kann, okay, diese Philosophie kann mich persönlich in meinem Leben weiterhelfen. Das ist einfach, warum ich dann zum Objektivismus gekommen bin und basierend auf dem Objektivismus auch viele meiner Lebensinhalte ausrichte, sowohl in meinem privaten Leben als auch in dem, was ich halt anderen Leuten beibringe oder für was ich halt intellektuell einstehe. Ja. Das heißt, Atlas Shrugged war dein erstes Buch, was du praktisch vom Objektivismus gelesen oder gehört hast. Genau. Wenn ich jetzt zurückblicke, würde ich das erste Buch wahrscheinlich nicht gleich Atlas Shrugged nehmen. Da Sondern? würde ich Anthem empfehlen. Mhm. Anthem ist sehr viel kürzer, und Anthem ist sehr zugänglich. Und das ist so der perfekte Einstieg in die Romane von Ayn Rand. Und dann kann man sich irgendwann auch den philosophischen Texten widmen. Ja. Und hast du Lieblingscharaktere jetzt zum Beispiel aus Atlas Shrugged, weil das ja das bekannteste Werk eigentlich ist? Ja, ich finde es immer langweilig, wenn alle Leute sagen John Galt. Ja, wer Wer ist das ist überhaupt? John Galt eigentlich? Ja. Wer ist das? Die Frage ist, ich bin ein großer Francisco d'Ancona-Freund. Also Der Player. Francisco ist auf jeden Fall jemand, der mir menschlich sehr früh sagt. Ja, passt ja auch irgendwie. Oder meinst du, gerade weil Francisco dein Vorbild ist, strebst du so zum Dating-Coach oder ist das andersrum, dass du erst oder dass du so ein natürlicher, ja, ich sag jetzt einfach mal Player bist und dann halt dich am ehesten in Francisco wieder siehst? Ich glaube, es gibt sehr wenig natürliche Player, wenn du das mal so ausdrückst. Es gibt viele Menschen, die einfach durch ihre Eindrücke, die sie in der Gesellschaft gesammelt haben, es verlernt haben, authentisch sich selbst zu sein. Ja, und das geht uns allen so, glaube ich. Wir alle sind damit konfrontiert, dass wir mit Vorurteilen leben müssen. Wir haben verschiedene gesellschaftliche Einflüsse und wir müssen die mit der Zeit irgendwann wieder ablegen. Ja. Deswegen glaube ich nicht, und erst wenn man das gemacht hat, ist man eigentlich authentisch sich selbst und dann kann man erst ein sogenannter Player sein. Ja? Das ist, glaube ich, so der Punkt. Ich würde jetzt niemanden in erster Linie als Natural Player oder so bezeichnen. Aber es hat natürlich was damit zu tun, wie viel Wert man auf eigentlich wertlose Meinungen anderer legt. Und wenn man das nicht mehr tut, dann kann man sich erstmal sehr gut mit den Charakteren in Atlas Shrugged identifizieren. Und man kann auch sich, glaube ich, damit identifizieren, ein sehr selbstbewusstes Datingleben zu haben. Um das jetzt mal so zu übertragen. Ja, finde ich sehr gut. Und ich finde auch gut, was du gerade am Anfang gesagt hast, weil Ayn Rand ja eigentlich nicht so, oder sie ist halt wirklich so eine Allrounder-Philosophin, die sich mit allen möglichen Aspekten des menschlichen Lebens auseinandersetzt. Es gibt ja diesen berühmten Baum praktisch, den du auch auf dem Liberty Sunrise in deinem Workshop, glaube ich, skizziert hast, dass es praktisch die Metaphysik und Epistemologie gibt. Daraus leitet sich ab die Ethik, aus Ethik leitet sich ab Politik und Ästhetik. Und wenn man sich das mal so anschaut, ja, Metaphysik und Epistemologie, das sind eigentlich so die philosophischen Fragen. Ja, ich denke, also bin ich. Und das, was wir normalerweise so vielleicht aus dem Philosophiekurs in der Oberstufe oder in der Uni kennen und dann aber halt auch so Sachen wie Ethik, ja, was eigentlich keine Wissenschaft ist im kontemporären Kontext, obwohl sie ja, also ich bin felsenfest davon überzeugt,
Ethik ist eine Wissenschaft und sogar wahrscheinlich die wichtigste, weil es sich halt mit der Frage beschäftigt, ja, wie sollen wir denn auf dieser Erde leben? Und genau, deswegen finde ich das gut, dass du das aufgreifst, und mich hat dein Workshop beim Liberty Sunrise auch wirklich begeistert. Für die Leute, die nicht da waren, es ging um Sex im Objektivismus, was ja eigentlich ein ganz heißes Thema ist. Ja. Und ich will das nochmal kurz rekapitulieren für die Leute, die eben nicht da waren, und dass die diese Informationen halt auch mit auf den Weg bekommen. Ein Rant ist ja, vielleicht hat das der ein oder andere schon gehört, eher so auf der rougheren Seite, wenn es um Sex geht. Das findet sich vielleicht auch in den Romanen wieder. Und ja, wie würdest du das beschreiben? Welche Rolle nimmt Sex im Objektivismus generell ein? Und wie stehst du dann zu der Meinung von Ayn Rand? Genau. Was wir sagen können, der Vortrag, der Titel des Vortrags war ja Liebe und Erotik im Objektivismus. Oh, ja. Was in die Richtung geht, aber auch schon irgendwo eine gewisse Weise verschieden ist, aber aufeinander aufbaut. Zunächst einmal ist es, glaube ich, wichtig, Liebe zu definieren im objektivistischen Sinne. Liebe ist die Emotion, die empfunden wird von einem Menschen, wenn er basierend auf seinem eigenen Werteempfinden seine eigenen Werte in einer anderen Person wiedererkennt, sie darin erfüllt sieht. Und das ist die Liebesdefinition, ganz kurz, von Ayn Rand. Diese Definition von Liebe findet dann, das ist dann eine Emotion, die aber rational begründbar ist, weil sie auf einem Wertekonstrukt basiert, das rational ist. So, wenn wir also jetzt eine Person sehen, die wir unseren Werte wiederfinden, dann finden wir diese Emotion. Das heißt, diese Emotion ist nicht irrational. Nun ist, dann kommt es halt zu dieser Emotion, dann kommt es auch zur sexuellen Anziehung. Ja, das heißt, wir haben dort keinerlei, meistens keinerlei Trennung, wie das zum Beispiel die romantische Liebe und die platonische Liebe halt nach Platon gemacht wird, sondern wir haben dort ganz gravierend eine Einheitlichung des Geistes und des Körpers zum Beispiel. Das haben wir in anderen Philosophien meistens nicht so. Deswegen ist es auch im Objektivismus so, dass wir eine, sagen wir mal, sehr viel nicht offenere Sexualkultur haben. Das ist, glaube ich, gar nicht der Fall, aber eine tolerantere Sexualkultur, dass wir Sex wirklich auch als etwas Intellektuelles sehen und nicht nur als etwas, wenn du es jetzt mal ganz krass sagst, Fleischliches, was ja ein ganz ekelhaftes deutsches Wort ist. So wird das halt beschrieben. Und nein, es gibt eine Einheit zwischen Körper und Geist in dem Fall. Und daraus zeigt sich natürlich dann auch die Erotik ab. Die Erotik ist im Objektivismus basiert auf der Ästhetik. Und die Ästhetik ist ein romantischer Realismus. Und das kann man in zwei Parts aufteilen. Also einmal der Realismus. Das heißt, etwas ist ästhetisch, solange es auch noch das darstellt, was es wirklich sein kann. Es muss realistisch sein. Ja? Das heißt, beispielsweise wäre Superman, wenn er jetzt zum Beispiel fliegen würde, was physikalisch nicht möglich ist, wäre das nicht im Ideal der Ästhetik des Objektivismus. Wir müssen uns dann einer anderen Ästhetik bedienen. Der romantische Part ist allerdings, dass es soll quasi das Beste sein, was es realistisch sein kann. Ja, und aus dieser Ästhetik heraus entwickelt sich dann eine gewisse Form der Selbstverwirklichung, der Selbstverbesserung und so weiter. Und im erotischen Sinne hat das was damit zu tun, dass Ayn Rand die Features an Männern und Frauen zum Beispiel nimmt und die Charakteristika herausstellt. Zum Beispiel ist der Mann deutlich stärker als die Frau. Zum Beispiel ist der Mann basierend darauf macht sie eine gewisse Ästhetik zwischen Mann und Frau auf, wie ein Mann zu sein hat, wie eine Frau zu sein hat. Da gibt es sicherlich unterschiedliche Meinungen, insbesondere im kontemporären Kontext. Aber sie hat eine sehr klare Meinung, dass Männer sehr durchsetzungsstark sind, dass Männer stärker sind und auch vor allem, dass Frauen in ihrer Art und Weise, die Männer auszuwählen, sagen wir, extrem viel Macht haben. Wenn wir uns zum Beispiel die Figur des Dagny Taggart angucken in Atlas Shrugged, hat sie extrem viel Macht. Und
Sie möchte aber trotzdem, sie sucht trotzdem nach einer Persönlichkeit, die stark genug ist, dass sie sich quasi ihr unterordnen kann. Und diese Persönlichkeit findet sie in exakt drei Männern in dieser Welt. Ja? Das zeigt quasi diese Selektion, wie du in Metal Structures. Das heißt, sie sucht nach einer starken Persönlichkeit, sie sucht nach Werten, ja? Sie sucht nach einer Wertübereinstimmung und basierend darauf trifft sie dann die drei Männer. Ich weiß nicht, ob wir jetzt hier spoilern sollen, aber sie trifft auf jeden Fall drei Männer, Ich glaube, zwei die davon kann man spoilern. zwei kann man. Ah, komm, Nein, wir okay, wir spoilern mal spoilern nicht. gar keinen. So, drei Männer trifft sie, die stark genug sind, dass sie die Emotionen empfindet, sich ihnen unterordnen zu wollen. Und das zeigt aber eine sehr starke Selektion. Also ich habe viele Kommentare auch gesehen, dass das Daniel Taggart als sehr promiskue wahrgenommen wird. Das ist eigentlich gar nicht so der Fall. Und Objektivisten sind auch, wenn du dich mit vielen Objektivisten umgibst, dann sind die eigentlich jetzt nicht so in diesem krassen Player-Mindset, wie das manche sind. Ja? Das ist, wie gesagt, ein sehr stark auf Werte basierendes Konstrukt und auf der Ästhetik. Ich weiß nicht, ob ich gerade ein bisschen gerantet habe, Nee, aber. ich fand das super und ich gerade an den letzten Satz wollte ich auch noch was anschließen. Und zwar meine ich im Kopf zu haben, dass ein Rand mal gesagt hat: Show me the man a woman sleeps with and I will tell you about his values oder sowas. Ja, also Schon zeige mit der mir, Woman, hier siehst du, ja. genau, zeige mir die Frau, mit der ein Mann Sex hat und ich leite dir sozusagen ab, welchen Wertekodex dieser Mann inne hat. Und ich finde, ich glaube, das habe ich im Leonard Peikoff Podcast gehört und das ist auch bei mir immer so wieder mitgeschwungen, während ich eben die Romane gelesen habe. Und das merkt man bei Ayn Rand, ja, weil die Leute, die von denen sie keine gute Meinung hat, ja, also zum Beispiel der Bruder von Dagny Taggart, dem seine Beziehung ist ja eine Katastrophe. Ja, da will ich mich ja selber von der Brücke schmeißen, wenn ich mir da vorstelle, wie schlimm das ist, einfach weil das halt so lasch ist. Ja, da springt ja gar kein Funken über. Und gerade dieser Funken macht ja gerade auch eine sexuelle Beziehung dann aus. Genau, und du hast in seinem Fall natürlich auch extreme Mengen teilweise an sexuellem Charme. Du hast dort einfach Mechanismen, die ablaufen, wenn man Sex teilweise auch als Transaktion zu sehr sieht. Ja, also wenn du sagst, okay, ich möchte das jetzt einfach mal hinter mich bringen, ich suche mir dafür eine Person, die ich von meinen Werten her überhaupt nicht verstehe, von meinen Werten überhaupt nicht übereinstimme. Und dann kommen halt solche Geschichten raus, wie in dem Buch beschrieben. Oder schlimmer noch, ich suche mir eine Person, die ich sogar verachte. Ja, und ja, das macht doch so ein bisschen Dominique in The Fountainhead, oder? Sie sucht sich doch so ihre Sexualpartner, ja, oder? Erinnere ich mich falsch? Also man muss halt sagen, dass man das. Ja, also es ist schon so, dass in Ayn Rands Büchern ganz klar beschrieben wird, ich würde sagen, der virtuous Charakter, ja, also der wirklich tugendhaft ist, auch ein sehr tolles deutsches Wort, der tugendhaft ist, sucht sich eigentlich sehr selektiv, sehr selektiv. Und sie macht da immer eine Unterscheidung auf zwischen, wie suche ich mir eigentlich die Sexualpartner aus. Ist das überhaupt richtig so? Und ich, das findest du sowohl bei Dominique in The Fountainhead oder du findest es auch bei Dagny Taggart. Und sie ist auch sehr klar werden. Ja. Okay, jetzt habe ich mir hier ein paar Notizen gemacht, während du gerantet hast. Und zwar, einmal wollte ich aufgreifen, dieser romantische Realismus. Und zwar, woran ich da direkt dran denken musste, ich bin jetzt gerade super tief im Programmieren drin und so weiter. Und eine Serie ist mir da unwillkürlich in den Kopf geploppt, und zwar ist das Mr. Robot. Und ich begründe das kurz. Mr. Robot, für die Leute, die es nicht gesehen haben, ist die beste Hacker-Serie eigentlich, die es gibt, einfach weil sie realistisch ist. Ja, also hier betone ich den Realismus. Das heißt, das, was der Elliot da in Mr. Robot macht, das würde man tatsächlich auch so machen. Ja, dass er, keine Ahnung, sich mit dem Laptop in Serverfarm einschleust und dann da den USB-Stick reinsteckt und dann fängt er halt an, seine Shell-Skripte auszuführen. So funktioniert Hacken, ja. Das ist nicht so wie in manch anderen Filmen, wo wir dann so blinke, blinke Lichter haben und eine grafische Map
durch die ich durchfliege mit so einem Raumschiff irgendwie und dann schieße ich was ab und dann habe ich was gehackt. So funktioniert es auf keinen Fall, ja. Und deswegen ist das romantisch, ist das realistisch. Und auf der anderen Seite ist er einfach krass gut, ja. Der ist so ein richtiger Überpro. Wenn der sich an eine Aufgabe ransetzt, der kommt in das System rein. Und das ist so dieses Romantische, ja. Der ist sozusagen die Spitze des Potenzials. Und genau, das ist mir dazu nur eingefallen. Jetzt die Kritik, die man da vielleicht manchmal hört, ist, die Romane von Ayn Rand, das ist doch alles andere als realistisch. Das ist doch total unrealistisch, weil in der Realität gibt es doch keine Menschen, die so perfekt sind wie vielleicht Dagny Taggart, sondern es sind immer eher so Dostojewski-Charaktere, die innerlich irgendwie total den Konflikt haben und sich selber so zermartern und auch falsche Entscheidungen treffen und so weiter. Wie würdest du darauf antworten? Wenn wir uns über Bücher unterhalten, dann unterhalten wir uns auch über Kunst, meines Erachtens. Ja? Ja. Wenn wir uns über Literatur unterhalten, ist das eine gewisse Form der Kunst. Und Ayn Rand hat auch geschrieben, was muss Kunst eigentlich können? Ja? Kunst muss hat etwas, soll auch etwas Inspirierendes haben. Und ich denke, dass wenn wir uns die Charaktere in Atlas Shrugged ansehen, dann ist das halt der romantische Realismus. Ist es möglich, so zu sein? Definitiv. Sind solche Menschen häufig? Gibt es solche Menschen überall? Nein. Das war auch nie der Anspruch. Ja? Der Anspruch war, eine inspirierende Persönlichkeit abzubilden und teilweise Ideale zu verkörpern, Eigenschaften zu verkörpern, an die sich Menschen auch quasi binden können, sagen, ich möchte genauso werden. Ich möchte meine Entscheidung so treffen. Ich möchte so willensstark sein. Und das ist halt dieses Aspirational. Das ist etwas, wo ich denke, auch der Objektivismus und die Philosophie von Ayn Rand im Generellen große Stärken hat, weil sie halt inspiriert. Ja? Und man kann sagen, das ist unrealistisch, aber ich glaube auch jeder, der dieses Argument gegenüber einem Kunstwerk anbringt, hat in gewisser Form Probleme damit, diesem Standard selber zu genügen. Ja? Und das ist meines Erachtens so ein bisschen der Krux dahinter, an der Kritik. Wenn wir sagen, das ist aber unrealistisch, dass es so dargestellt wird, und wir sagen, ja, das ist Kunst. Ja? Lass es Kunst sein. Und nimm die Teile daraus, die dir am besten in deinem Leben weiterhelfen. Objektivismus ist eine Philosophie, die dazu dient, dein Leben als Individuum zu verbessern. Und nicht dazu dient, die Realität von 99% der Menschen haarklein abzubilden. Was ja auch nicht geht. Ist ja auch der Anspruch ist auch für einen zu hoch dann. Ja, und ich persönlich, wenn ich so Bücher oder Geschichten konsumiere, weil letztendlich sind es ja Geschichten, du hast es zum Beispiel als Audiobuch gehört, man kennt ja auch den Spruch, was ist die Moral der Geschichte? Und das ist ja das, was wir sozusagen mit nach Hause nehmen. Das, ja. Wo wir was davon lernen. Ja? Zum Beispiel die Geschichte von Abraham und Isaak, dass Gott sagt, Abraham, opfere deinen Erstgeborenen, deinen einzigen Sohn, und Abraham macht das tatsächlich auch oder will es zumindest machen. Was ist die Moral von der Geschichte? Und die Moral von der Geschichte bei Ayn Rand ist eben, was ich mit nach Hause nehme, ich frage mich halt in manchen Situationen wirklich so, ja, was würde denn John Galt tun? Ja, nicht was würde Jesus tun, sondern was würde John Galt tun? Weil das ist dann, ja, auch wenn ich mich dann am Ende anders entscheide, ist es trotzdem, fließt auf einmal eine Erwägung mehr mit in meine Kalkulation ein. Und eine Erwägung, die zu einem Ideal hinstrebt. Ja, weil wenn ich mich frage, was würde denn John Galt machen? Ja, John Galt würde jetzt auf jeden Fall nicht so die Hände in die Luft schmeißen und sagen, ja, alles keinen Wert mehr, ich kann ja auch nichts machen, dann stecke ich jetzt meinen Kopf in den Sand und mache einfach nichts. Sondern ja, John Galt würde seinen Verstand anstrengen und versuchen, das Problem zu lösen irgendwie. Und ich finde, deswegen, ich habe das jetzt einfach nur so vorgetragen, weil ich das interessant fand, wie du darauf reagieren würdest. Aber ich finde auch, es geht ja hier nicht darum, irgendwie was nachzuerzählen oder historisch korrekt zu sein, sondern es geht darum, zu inspirieren, Helden zu haben, denen man nacheifern kann. Und ich glaube, das kam auch von Ayn Rand, das ist so, wir brauchen diese fiktionalen Helden, weil die perfekt sein können. Und realistische Menschen sozusagen als Helden zu nehmen, ist immer fehlerhaft, weil ein Mensch halt
nicht so perfekt ist, wie das der fiktionale Charakter sein kann. Und wenn ich jetzt zum Beispiel Ayn Rand als Ideal habe, dann ja, werde ich Kettenraucher und ziehe mir Speed oder so. Und weil, ja, also ist natürlich jetzt überspitzt gesagt, aber diese Mankos haben vielleicht die Charaktere in den Büchern nicht. Das ist auch meines Erachtens der Charme des romantischen Realismus im Vergleich zu dem ganz normalen Romantizismus. Wenn du ein pur romantisches Menschenbild hast oder eine Ästhetik hast, dann bist du nicht mehr daran gebunden, dass es realistisch sein soll. Und der Realismus ist eigentlich noch das Bindeglied zwischen deinem Leben und dem Leben des Helden. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, mir ist Realismus scheißegal, dann kannst du so sein wie Batman, dann kannst du sein wie Superman, dann kannst du sein wie Spider-Man. Und ich denke, dass viele Leute dann sagen, ja, ich kann aber gar nicht sein wie Spider-Man, ich kann ja gar nicht Spinnenweben aus meinen Händen schießen. Ja, das, und dann hört es da auf und dann bist du nicht mehr in der Lage, zum Beispiel andere vielleicht inspirierende Fertigkeiten oder Charakteristika von Spider-Man zu übernehmen. Und dadurch, dass du den realistischen Romantik hast, ja, eine realistische Romantik dabei hast, sagst du halt, cool, das sind alles menschliche Fähigkeiten, ich kann sie alles in der Theorie anwenden und ich habe keine Ausreden, es nicht zu tun. Ja. Und vielleicht noch als abschließender Satz zu dem romantischen Realismus. Ich habe es ganz oft so, wenn ich eine Serie gucke, und die erste Folge fängt gut an, ja, das ist spannend, das ist realistisch, weil für mich ist es immer ganz wichtig, ich will was Realistisches sehen, ja, ich will nicht hier, oder ich meine, das ist auch manchmal okay, sowas wie Harry Potter und so weiter, wo halt wirklich wir uns loskapseln von jeglicher Realität und dann einfach in der Fantasiewelt sind, aber selbst da möchte ich, dass die Welt in sich selbst konsistent ist, ja, und selbst in sich selber realistisch ist. Und das ist bei manchen Sachen, die halt wirklich schlecht geschrieben sind und Plotholes haben, haben die irgendwie so ein Gerät, was alles erzeugen kann. Und dann haben sie ein Problem, wo sie, was weiß ich, 3 Folgen damit beschäftigt sind, das Problem zu lösen, obwohl sie ja eigentlich dieses Gerät haben, was ihr Problem innerhalb von 2 Sekunden lösen würde. Und bei mir ist es so, ich verliere ganz, ganz, ganz schnell das Interesse, wenn ich merke oder wenn ich zuerst denke, oh cool, das ist eine realistische Serie, ja, so realistische Romantik und dann auf einmal passiert irgendwas, wo die Schreiber des Skripts so sagen, so Leute, und jetzt verabschieden wir uns und ab jetzt geht die Traumreise los und dann ist es halt eine andere Kategorie von Geschichte. Ja. Was ich glaube, da gibt es auch mittlerweile für mich persönlich eine neue Kategorie an Serien, an Kunstwerk, die einfach diesen Realismus vollkommen außen vor lässt. Das ist immer nicht gar diese gesamten Utopien, die hochtechnisiert sind, die extrem viel Wohlstand haben, aber sozialistisch sind. Ich denke mir so, wen wollt ihr gerade verarschen? Es funktioniert ja so nicht, weißt du? Es gibt Wege, Wohlstand zu erschaffen. Ja? Und das ist nicht der Sozialismus, das war er nie. Und jetzt in Kunst und in Filmen und in Serien können wir uns einfach hinstellen und sagen, guck mal, wir haben eine sozialistische Society, die ist extrem wohlhabend. Und dann denken auf einmal Leute, dass das möglich ist. Ja. Das ist es aber nicht. Und das turnt mich halt dann mega ab. Ja. Also ich gucke mir auch, weißt du, wenn es wenigstens eine Dystopie wäre, wenn es wenigstens realistisch zeigt, wie wirtschaftlich verwahrlost dieser Staat dann ist, dann habe ich kein Problem damit, mir Filme über den Sozialismus anzugucken, weil es realistisch ist. Ja, aber da habe ich die gleiche Emotion, die du auch hast. Wenn ich sage, hey, das kann so nicht sein, dann lasse ich es halt. Ja. Nochmal zur Liebe und Romantik zurückkommen. Es gibt ja dieses ganz bekannte Lied von Justin Bieber, Love Yourself. Und das hat ja auch eine große Rolle im Objektivismus. Und das ist ja auch so eine Weisheit, die man immer wieder hört. Ja, bevor du jemand anderen lieben kannst, musst du dich selber lieben. Kannst du das kurz umschreiben, warum das so ist und wie man sich selber liebt? Wie macht man das? Ich glaube aber, dass Justin Bieber jedenfalls vom Inhalt des Textes gar nicht mal so krass
auf so der Proponent davon ist, der Befürworter des sich selbst liebens, Da ja. hast du wahrscheinlich leider recht, ja. Ich glaube, das ist mehr so von wegen so, ja, dann geh doch und lieb dich selbst. Aber das ist eine richtig wichtige, wichtige Instanz. Das ist Selbstbewusstsein. Du musst, wenn du, before you can say, I love you, you have to say, I. Ja, das ist eines dieser Quotes. Und es zeigt einfach, dass du mit dir selber im Reinen sein musst. Und ich habe schon angeteasert, dass es in der Liebe, im Objektivismus geht es um Werte. Sei erstmal mit dir selber im Reinen, hab dein Wertekonstrukt im Reinen, sei dir im Klaren darüber. Und dann kannst du dich erst selber lieben. Und dann im zweiten Schritt kannst du diese Werte nach außen tragen. Kannst sie authentisch darstellen und dann in anderen Menschen suchen und finden. Und das ist so der Punkt, den ein Mensch permanent halt, wenn sie über Liebe spricht, versucht halt, die Leute quasi einzureden, einzuhalten. Ja, also ich habe mir das auch immer so versinnbildlicht. Man hat praktisch seine eigenen Standards, zu denen man hochleben will. Ja, zum Ja. Beispiel ehrlich zu sein mit seinen Mitmenschen. Und das bedeutet jetzt also, ja, ich unterhalte mich mit dir und du fragst mich, oh, wie sieht eigentlich meine neue Hose aus? Und ja, dann kann ich jetzt sagen, oh, die sieht super toll aus, obwohl ich die eigentlich ziemlich schrecklich finde, oder ich kann halt ehrlich sein. Und wenn ich dann diesen Standard für mich habe, ja, ich möchte ehrlich sein, dann will ich den ja auch in anderen Leuten wiedersehen. Weil wenn ich, für mich zumindest, ja, ich rede jetzt wirklich ganz subjektiv, einfach nur für mich, aber wenn ich was schaffen kann, dann denke ich, und du kannst es doch auch schaffen. Und wenn du es nicht schaffst, dann ist das einfach nur so eine Fahrlässigkeit oder eine Nachlässigkeit. Und das ist auch nichts, wo ich Respekt vor habe. Ja, wenn ich jetzt sehe, wie andere Leute praktisch gegen sich selber kämpfen. Ja, also man sagt ja auch, der größte Gegner ist man immer selber. Dann habe ich Respekt davor und dann schätze ich diese Leute und will denen nacheifern. Und das ist ja vielleicht jetzt nicht direkt Liebe, aber schon so eine Vorstufe davon, halt eine Wertschätzung, oder? Ja, klar, na klar. Es hat auch viele mit, ich glaube, wenn wir dann irgendwann in den Dating-Coach-Teil irgendwann auch gehen, werde ich nochmal ein bisschen darüber erzählen, nach was du eigentlich suchen musst. Du musst nach deinen eigenen Idealen suchen, auch nach einer Art und Weise, wie du Dinge tust. Ich glaube, du musst, insbesondere eine langfristige Partnerschaft suchst, ganz klarstellen, was sind meine Werte und wie mache ich Dinge, was ist mir persönlich in mir selber wichtig, bevor du das in anderen Menschen tust. Ein Beispiel. Wenn ich jetzt sage, ich bin lösungsorientiert, was ich ganz klar bin, mir ist eigentlich scheißegal, wie ein Problem entstanden ist. Ja, also ich will zwar daraus lernen, ja, das ist mir wichtig, dass ich daraus lerne und es nicht wiederhole, aber Schuldzuweisung ist zum Beispiel überhaupt extrem unwichtig. Und jetzt kann man sich das, wenn du dann im Konflikt mit jemandem bist, der genau in so einer Konfliktsituation erstmal sicherstellen möchte, dass er oder sie nicht schuld ist, anstatt sich mit der Lösung des Problems zu beschäftigen, dann ist es für mich eine Red Flag, dann hau ich ab. Ja. Weil dann ist das normalerweise, ist es halt ein Zeichen extremer Unsicherheit, da hast du keinen Bock drauf. Und das Zweite ist, wenn das so eine Priorität ist, dieses Problem erstmal ungelöst zu lassen, um festzustellen, wer dann am Ende wie auch immer die Konsequenzen dann aussehen, tragen muss. Das ist einfach etwas, wo man sagen muss, nee, da möchte ich dann insbesondere längerfristig nichts mit zu tun haben. Ja. Dann lass uns hier jetzt direkt in den Dating-Bereich übergehen. Mich würde interessieren, wenn du sagst, du bist Dating-Coach und du bist 26 Jahre alt. Ja, krass, also wie ist das denn losgegangen und wann ist das losgegangen? Es ist mit 21 losgegangen. Also ich mache das jetzt seit 5 Jahren, was ich, Dass also du mit Coach 21, bist. ich mach die gesamte Dating-Schiene. Mit 21 bin ich aus einer langjährigen Beziehung gekommen, über 3,5 Jahre, war mit meiner dritten Freundin, super, super Mädchen, alles echt super Person. Und wir hatten im Gymnasium hatten wir angefangen. Und dann bin ich irgendwann an eine Uni gegangen, die war etwas weiter weg, weil die halt
Viele Leute aus meinem Dorf sind da geblieben. Ja, viele Leute aus meinem Dorf sind irgendwie, haben sich nicht weiter wegbewegt. Ich wollte in einer ganz bestimmten Uni studieren und da bin ich dann hingekommen. Und die war auch hart, weil das ist mit die beste Uni in dem im Studienfach in Deutschland. Und habe ich auf einmal gemerkt, scheiße, du musst hier nicht viel lernen. Und ich bin da wenig klargekommen und sie hatte irgendwie dieses das Bild von mir, dass ich halt immer stark war, was ich im Moment im Gymnasium auch immer war. Ne? Also es war auch, das ist auch das Gymnasium. Also das ist auch, life is easy, weißt du? Das Leben ist nie so einfach wie da. Und dann habe ich irgendwann in dieser Fernbeziehung habe ich sehr stark auch ihr gegenüber meine Schwäche gezeigt. Und in Retrospekt muss man sagen, dass das ganz klarer Upturner war für sie. Und das kann ich auch nachvollziehen, in Retrospekt. Aber ich habe das in dem Moment überhaupt nicht verstanden. Und dann ist mir halt, 3,5 Jahre waren wir zusammen, die ersten 1,5 dann noch zu Hause und dann 2 Jahre Fernbeziehung. Und in diesen 2 Jahren ist mir das alles so entglitten. Weißt du, es ist so jeden Tag mir so weiter entglitten und ich habe es gemerkt, ich wusste aber nicht warum und wie ich es stoppen sollte. Und dann war es irgendwann vorbei, Gott sei Dank. Und dann habe ich mich hingesetzt und gesagt, Felix, du weißt überhaupt nichts über Frauen. Du weißt null über Frauen, du weißt nicht, was dich attraktiv macht, weil in dem Moment war ich auch nicht attraktiv, was Frauen generell attraktiv finden und wie du eigentlich selbstbewusst das finden kannst, was du aus Beziehungen haben willst. Und dann bin ich halt das gesamte Dating-Rabbit-Hole runtergefallen. Dann ging es in die ganzen Pickup-Artists rein, dann ging es, ich meine, die ganzen Klassiker, Mystery Method, Tom Torello. Von dort aus geht es dann in Evolutionspsychologie. Evolutionspsychologie ist ein unglaublich interessantes Studienfach, wo ich auch zwischenzeitlich überlegt habe, meinen Doktor drin zu machen. Habe es dann nicht gemacht, weil ich Business deutlich geiler finde. Und genau dieses Rabbit Hole dann runtergefallen und mich halt in diversen Auslandssemestern halt sehr damit vertraut gemacht, was funktioniert eigentlich wirklich. Ja, also ich hatte direkt, nachdem ich dann getrennt war, hatte ich die Möglichkeit, ein halbes Jahr nach Budapest zu gehen. Und in Budapest habe ich einfach jede Freiheit mitgenommen, die ich mir da nehmen konnte. Und das war auch in dem ganzen sozialen Bereich. Also ich konnte mich quasi selber wieder erfinden. Ich konnte mich selber gegenüber Frauen anders verhalten. Ich konnte mich selbstbewusster verhalten. Ich war nicht davon in irgendeiner Weise blockiert, wie andere Leute über mich denken, weil keiner kannte mich. So, und dann habe ich diese ganzen Skills halt über Jahre aufgebaut und ich war dann 2019 war ich in Texas, Auslandssemester. Und da hat mich dann irgendjemand mal gefragt, hey Felix, warum coachst du das nicht eigentlich? Und ich so, ja, warum coach ich das nicht eigentlich? So. Und dann hat sich das wirklich so ergeben, bin dann wiedergekommen, habe das dann während meiner Masterarbeit gemacht, weil ganz ehrlich, während der Masterarbeit hast du echt bessere Sachen zu tun, als die Masterarbeit zu schreiben. Und dann halt gecoacht. Es war erfolgreich. Viele Klienten dann gehabt, die Fortschritte gemacht haben, viele interessante Persönlichkeiten gesehen. Und auch dann endlich eine Tätigkeit gehabt, wo ich ganz genau wusste, Felix, die willst du machen. Ja, weil der gesamte Prozess, nicht nur, dass du überhaupt nicht erstmal überhaupt nicht verstehst, wie Frauen funktionieren oder wie Dating funktioniert oder wie Beziehungen, Menschen und so weiter funktionieren, sondern auch, das ist erstmal schmerzhaft an sich. Aber der zweite Prozess ist teilweise noch schmerzhafter, weil du musst dein gesamtes Weltbild hinterfragen, du musst deine gesamten Glaubenssätze hinterfragen, und viele Sachen über Bord werfen. Und das ist teilweise recht schmerzhaft. Also, kannst du dir das vorstellen wie in der Matrix. Willst du die blaue Pille haben oder willst du die rote Pille haben? Und die rote Pille hat nicht nur Vorteile. Die rote Pille ist unangenehm. Die rote Pille ist auch extrem schmerzhaft. Und dann habe ich halt gesagt, hey, du hast diesen Weg alleine gemacht. Du hättest ihn wahrscheinlich mit anderen Leuten schneller machen können und deutlich schmerzloser. Und deswegen habe ich dann gesagt, jetzt werde ich halt Coach, was das betrifft. Nur ganz kurz, Zwischeneinwurf. Denkt an die Szene, wo... Wenn ihr den Film Matrix gesehen habt und wenn nicht, dann schaltet direkt ab und guckt ihn sofort. Denkt an die Szene, wo ja, Neo die rote Pille nimmt und dann ja hier irgendwie
keine Ahnung, dieses Glibberig-Zeug hat und dann auf einmal aufwacht in dieser komplett nackt in dieser Schale, wo er jetzt praktisch sein ganzes Leben drin geschwommen hat. Und die ersten Wochen oder so liegt er ja einfach nur auf dem Tisch und hat so Nadeln in sich drin, die seine Muskeln stimulieren, weil er die halt noch nie benutzt hat. Ja, und deswegen, also Matrix ist wirklich ein guter Film, weil der genau dieses Aufwachen und dann in eine richtige Welt und auf einmal zum ersten Mal die richtigen Muskeln benutzen, sehr gut darstellt. Bitte Felix, mach weiter. Kurzer Einwurf dazu. Selbstbewusstsein, Authentizität sind in unserer Gesellschaft Muskeln, die wir normalerweise nicht benutzen. Das ist einfach so. Und wenn du dieses Selbstbewusstsein und diese Fuck it Attitude dabei hast, nach dem Motto, jetzt spreche ich halt mit dieser Frau, ich finde die interessant, aber wenn das jetzt nicht funktioniert, dann wache ich morgen auf und mein Leben ist immer noch so geil wie vorher. Dann wird dir erstmal dieses Selbstbewusstsein entwickelst. Das braucht Zeit. Und das braucht, wie gesagt, diese Stimulation. Und die konnte ich dann halt, da war ich halt in der Lage, das für mich selber zu erwerben. Und dann war so das nächste Jahr die Frage, wie kannst du das eigentlich in ein kurzes Programm füllen, um Menschen damit zu helfen? Okay, extrem cool. Ich habe mir währendher Notizen gemacht, die wir jetzt eine nach der anderen durchgehen. Was ich super relatable fand, war direkt am Anfang, du hast gesagt, du warst in einer relativ langen Beziehung, als du so am Ende deiner Schulzeit praktisch warst, am Anfang der Unizeit. Genauso war es bei mir auch. Ja, ich habe praktisch mein Abitur gemacht, hatte auch eine Freundin für, ich glaube, 2 Jahre und dann noch ein Jahr in der Uni, wo dann genau das gleiche Spiel war. Ja, ich bin weggezogen, man hatte dann auf einmal eine Fernbeziehung, die ganze Dynamik verändert sich, man sieht sich nicht mehr jeden Tag und über die Zeit hinweg versiebt so die Romantik. Ja, und irgendwann trifft man sich so an einem Wochenende, ja, zum ersten Mal in dem Monat, was weiß ich, und man kann gar nichts mehr wirklich miteinander anfangen, weil man sich schon so auseinanderentwickelt hat. Und dann ist es auf einmal extrem, also gerade wenn es, bei mir war es die erste Beziehung, bei dir war es die dritte. Und für mich war das extrem schmerzhaft, dann einfach in diesem Moment so die Person, die man so zum ersten Mal wirklich lieben gelernt hat, auch romantisch lieben gelernt hat, gehen zu lassen. Und das ist, dann stirbt so ein Teil von einem weg. Oder so habe ich das zumindest empfunden. Ja, wirklich. Wie als ob so ein Organ auf einmal bei mir abgestorben wäre und mein Körper scheidet das aus. Und das ist halt, tut wirklich physisch weh. Und ich wollte da einfach noch ein bisschen drüber reden, weil ich glaube, das geht vielen Leuten so. Dieser Verlauf, ich mache Abitur und dann geh ich meinen eigenen Weg und gehe in irgendeine größere deutsche Stadt, weit weg von der Heimat, ja, wo man eben nicht mal kurz über die Straße gehen kann und dann die Geliebte sehen kann. Ich denke, das haben sehr viele Leute und da würde mich einfach, vielleicht hast du jetzt im Nachhinein noch so ein paar Reflexionen, die du Leuten mit auf den Weg geben willst, die vielleicht das gerade durchleben oder so in dieser Phase sind, wo sie sich von ihrem Partner entfernen. Was fällt dir dazu ein? Schau dir die Wertestruktur an. Wir waren nicht kompatibel. Das ist wirklich, wie gesagt, ich halte immer noch große Stücke auf sie, aber sie war nicht die Person, die ich bin. Ich bin extrem risikofreudig. Sie hasst Risiko. Ja? Sie kommt mehr aus einem, sagen wir mal, dörflichen Hintergrund, der wirklich sehr darauf bedacht ist, viele alte Dinge zu bewahren. Ja? Viele alte Dinge zu bewahren, das zu tun, was die Eltern getan haben, die Tradition zu wahren. Und ich bin, ich weiß nicht, wie Background du zu mir hast, ich bin mit 16 für ein Jahr nach Amerika gegangen, weil ich dann Highschool-Jahr gemacht habe. Bitte, Das Felix, ist erzähl kurz, weil bei mir war es genauso. Ich bin mit 15 nach Amerika gegangen, ich bin in Amerika 16 geworden. Erzähl kurz, bei welcher Organisation hast du das gemacht? Wie kamst du da drauf? Wo warst du in Amerika und was war so dein Highlight von diesem Jahr? geil. Das ist eine lustige Story. Also ich bin mit 14 von der Schule geflogen. Oh, Ähm, warum? und also ich war auf einer Privatschule, weil meine Eltern ich habe die dritte Klasse übersprungen und dann waren meine Eltern davon überzeugt, der Junge ist hochbegabt. Okay, meinetwegen. Und dann Ey, bin das ich auf ist so eine Privatschule. lustig, weil ich hätte auch fast die erste Klasse übersprungen und letztendlich hat es bei mir nicht geklappt, weil die Klassenlehrerin meinte, ja, der Junge lacht nicht mehr und dann hat es bei mir nicht geklappt. Aber bitte, erzähl weiter. Ja, Lehrer sind generell die absolut letzten Menschen, aber das ist ein anderer Punkt. Ja.
Also, nein, ich bin mit 14 von der, also dann, wie gesagt, auf die Privatschule gegangen, weil angeblich gab es dort das beste Hochbegabtenförderungsangebot. Ein bisschen was ist davon angekommen, ein bisschen, also, ne? Ich bin dann aber auch von der Schule geflogen. Also das hat insofern ja ganz gut funktioniert. Ich war halt in dem Moment ein extrem aufmüpfiges Kind, aber auch ein extrem unsicheres und missverstandenes Kind. Ja? Wenn du von vornherein mit der Ansicht daran, dass du smarter bist als alle anderen, dann mag das irgendwo vielleicht auch nicht in der Realität basiert sein. Was du aber nicht machen sollst, ist, das Böse raushängen zu lassen. Insbesondere, wenn du noch mit denen halt befreundet sein willst. Und Also, jünger bist, ne? genau. Also, es war dann halt so eine Geschichte, wo ich dann, ja, so halt ein ziemlich nerdy Kid war, was aber trotzdem extrem große Fresse hatte. Das war in dem Moment keine gute Kombination, weil ich mich auch sehr viel mit Lehrern angelegt habe, um auch ein bisschen Aufmerksamkeit zu bekommen. Das ist aber so generell. Ich hatte immer ein ganz großes Autoritätsproblem und das hat sich da auch sehr gut widerspiegelt. So, mit 14 also von der Schule geflogen. Schulwechsel von der Privatschule auf die nächstbeste staatliche, das mir sehr gut getan hat. Und genau, das war so der Punkt. Und dann irgendwann hatte ich auch Probleme mit meinen Eltern noch zwischenzeitlich. Also mittlerweile, meine Eltern lieben die wirklich. Das hat sich auch sehr gut entspannt, aber die konnten mit mir in dem Moment auch nichts anfangen und ich mit denen auch nicht. Und dann hatten die mir aber wirklich diese großartige Chance gegeben: Hey Felix, wie wäre es, wenn du nach Amerika gehst? Für ein Jahr. Und ich bin immer noch extrem dankbar, dass meine Eltern das damals für mich machen konnten. Dass wir die Möglichkeit dazu hatten, weil damals war das Geld auch nicht so krass da eigentlich. Also es war schon das, wo sie sich wirklich auch selber zurückgenommen haben, um mir das zu ermöglichen. Identisch war es bei mir Und auch. Und das ist auch eine Sache, die ich meinen Eltern immer hoch anrechnen werde. Und das ist auch ein Ideal wieder, wo ich hinstreben werde, wenn ich selber Kinder habe, mich selber aufzuopfern für meine Kinder, weil das nicht Altruismus ist im Sinne vom Objektivismus, sondern das ist hochgradig egoistisch, sich für sein eigen Fleisch und Blut zurückzunehmen, um eben ja, dem Kind dann eine bessere Zukunft zu ermöglichen. Genau. Genau, dann waren wir, dann, das war so die Vorgeschichte von Amerika. Dann bin ich mit 16 nach Amerika gegangen. Ich war 2 Wochen lang schon 16, bis ich darüber gegangen bin. Also ich habe die ganze Frühsaufphase, die alle anderen mitgenommen haben, nicht mitgenommen. Und dann war ich halt da. Und das habe ich über, weiß nicht, wie die hießen. Ich weiß nicht mehr, wie die Organisation hieß. Also Hochschul meine Homes hieß oder International so. Experience. IE war Ja. das. Ja, nee, also so hieß sie bei mir nicht. Und also bin rübergegangen und war dann in der Host Family und ich wusste so nach 2, 3 Wochen, aufgrund meines Autoritätsproblems, wenn du hier so ungefähr 3 Monate bleibst, dann hast du irgendwann Probleme mit der Gastmutter, die so krass sind, weil die war auch noch tätig für die Gastorganisation. Und Oh. wenn du mit der nicht gut klarkamst, die war halt an, weißt du, die mussten einen Knopf drücken, dann gehst du nach Hause. Dann fliegst du Und ja. hatte ich halt wenig Bock drauf, ehrlich gesagt, ja. Und dann zum Kumpel gezogen, was so ziemlich so Last Way Out war. Und aber immer in diesem Zeitraum immer so auch die Entscheidung gesehen, von wegen so, hey Felix, wenn du jetzt nicht dich wirklich sozial kompatibler verhältst, dann gibt das Konsequenzen. Das war das erste Mal, wo ich wirklich dann gesehen habe, shit, das gibt Konsequenzen. Und genau, dann dort weitergelebt mit meinem besten Kumpel damals. Da musste ich aber nochmal die Gastfamilie wechseln, weil die weggezogen sind. Alles eine Kuddelmuddel. In Amerika ist ja alles immer sehr mobil, da musst du recht schnell umziehen. Weißt du ja sicherlich auch. Ich weiß nicht, wo du warst. Ich war in Iowa, of all places. Ich war in Illinois. Geil. Geil, ist genau, was auch ländlich. Ja, also die Stadt hieß Rockford. Die hat so 200.000 Einwohner, aber es ist halt super weit, einfach von der Fläche her. Das ist halt, du musst mit dem Auto eigentlich überall hinfahren. Chicago war 3 Stunden weg und ich war vielleicht 2, 3 Mal in Chicago während meiner Zeit da. Also ich denke, also es war jetzt nicht Farmland, aber es war schon eher ländlicher.
Das kann ich toppen. Ich war in Malvern, Iowa. Das ist in der Nähe von Omaha. Das ist also an der Grenze zu Nebraska. 1200 Einwohner. Okay. Also wirklich Arsch der Welt. Ja, Da wirklich kennt Arsch jeder der Welt. jeden. Leider. Und das ist halt so das Ding. Da hast du wirklich Small Town America. Wirklich smallest of Small Towns America. Und ja, dann war ich dort. Und dort bin ich eigentlich so ein bisschen zum Menschen quasi geworden, weil ich dort auch. Bei mir ist es immer so, ich kann mich sehr gut verändern, wenn ich Umgebungsänderungen habe. Ja, weil du nicht mehr die Anforderungen hast oder nicht mehr die Denkweise hast, dass andere Leute irgendwas von dir erwarten. Ja, deswegen, also falls deine Zuhörer irgendwie über nachdenken, um ins Ausland zu gehen, geh auf jeden Fall ins Ausland, wenn du die Chance hast. Ja, weil du kannst dich als Mensch neu definieren, du kannst dich neu entdecken, das ist einfach richtig geil. Das ist richtig geil. Und ja, das war meine Experience in Amerika. Da bin ich, wie gesagt, deutlich sozialkompatibler geworden. Und dann ging es mit Oberstufe los und dann war ich halt ein Mensch, was ich vorher, glaube ich, nicht war. Ich sage jetzt nicht das Wort, was mir in den Kopf kommt, aber gut. Ja. Und ähnlich war es bei mir auch, ja. Also, und ich will auch nochmal betonen, wenn ihr ins Ausland geht, gerade jetzt in die USA, gerade wenn ihr so ein Highschool-Exchange hier macht und dann Sophomore, Junior oder Senior in einer amerikanischen Highschool seid, das ist ein ganz anderes Pflaster als in Deutschland. Das ist ein ganz anderes Pflaster. Ihr seid auf einmal der Shit, ja, allein weil ihr Deutsch seid und so talk with a funny accent, da droppen die Panties direkt, ja, und es So ist wirklich eine geisteskrank. andere Dynamik und man hat auf einmal, weil, ja, du kommst dahin und in der ersten Woche bist du eigentlich noch der Mensch, der du in Deutschland warst und dann auf einmal reagieren die Leute auf dich ganz anders und dann, zumindest war es bei mir so, habe ich gelernt, ah, okay, also ich habe jetzt bei mir gar nichts verändert. Es ist einfach nur die Leute um mich rum, die sich verändert haben. Und ich bin genauso wie vorher und die reagieren ganz anders auf mich, ja, weil da bin ich halt nicht so, ja, der Alex vom Dorf nebenan, sondern der Alex über den großen Ozean, ja. Und diese Erfahrung mal zu machen, ich glaube, viele Jungs gerade auch machen das nicht. Ja? Mädchen kommen in die Pubertät, werden vielleicht attraktiv und dann auf einmal gucken ihnen alle nach. Und bei Jungs hat man das oft nicht so, ja. Und diese Erfahrung machen zu können, mal in so einer, ich sag mal, Machtposition zu sein, dass man, wie du vorhin bei Degny gesagt hast, wählen kann, ist eine Verantwortung, die zu lernen es sich lohnt, sage ich mal. Mehrere Sachen dazu. Erstens, du hattest natürlich auch Glück, dass du wahrscheinlich in einer großen Highschool warst. Wie viele Studenten gab es so, wie viele Students gab es? Also, ich war auf einer Private School, einer Lutheran Private School, also einer christlichen Privatschule. In den USA dürfen die staatlichen Schulen ja keinen Religionsunterricht machen. Und da viele Leute, gerade so in der Mitte der USA, relativ religiös sind, gibt es dann Privatschulen, die halt Religionsunterricht auch noch haben. Und bei mir in der Stufe waren vielleicht 70 andere noch. Ja, also es war jetzt kein Riesenschule, aber es war halt auch keine kleine Schule, so wie bei dir wahrscheinlich. Genau, also mehrere Sachen dazu. Versucht, insbesondere wenn ihr jetzt jung seid, ne? Also ihr kommt dann wirklich in eine Situation, wo ihr auf einmal angeguckt werdet. Das ist für 90% der Jungs, insbesondere im Highschool-Alter, auch in Deutschland noch, teilweise unvorstellbar. Weißt du, wenn du 15 angeguckt wirst von Mädels, denkst du dir, was ist, wer steht gerade hinter mir, also, guckst du mich an, was ist hier los? Genau, nutzt das komplett aus. Geht in eine größere Stadt. Das sind Leute liberaler. Ich zum Beispiel, wirklich Arsch der Welt. Das hat es mir nicht unbedingt gut getan, dass jeder jeden kannte und auf einmal auch jedes Elternteil wusste, wer Felix aus Deutschland ist. Und die mit einer gewissen Erwartungshaltung rangegangen sind, dass sie erwartet haben, dass Felix aus Deutschland natürlich für den kurzfristigen Spaß hier ist. Und das ist halt im christlichen Umfeld in Iowa nicht unbedingt geil. Obwohl natürlich mir lag nichts ferner, als hier nur den kurzfristigen Spaß zu wollen. Von daher, das ist so der erste Punkt. Ich hatte auch ein bisschen Pech, weil zuerst war mein Ziel Austin, Texas.
Da war ich, da wollte ich, da sollte ich eigentlich von einem schwulen Pärchen in Austin, Texas aufgenommen werden. Texas, wie wenige wissen, der geilste Staat in den USA. Gibt es keine Debatte. Und Austin, Texas, die geilste Stadt in den USA. Aber die sind 2 Wochen vorher abgesprungen. Also das hätte, glaube ich, meine Entwicklung zu dem, was ich heute bin, wahrscheinlich so um 3 bis 4 Jahre beschleunigt. Und er aber ein bisschen mehr Erfahrung gesammelt. Also, geht dahin. Und seid doch einfach, seid ihr selbst. Ich habe einen großen Fehler gemacht. Mir hat dann eine richtig, aus meiner Sicht damals, richtig heißes Mädel in den USA gesagt, du hast so einen deutschen Akzent. Und ich war so unsicher, dass ich mir innerhalb von 2 Wochen den deutschen Akzent abgewöhnt habe. Was zur Hölle? Ja, ich hab mir alles abgewöhnt. Heute ist es easy. Heute, wenn ich jetzt in Deutschland bin und einen amerikanischen Akzent habe, geil. Ja? Aber in dem Moment war es eigentlich eine dumme Entscheidung, sich den abzugewöhnen. Das heißt, verstellt euch nicht, verbiegt euch nicht, guckt ein bisschen, wie ihr noch eure Authentizität bewahren könnt und euer Verhalten so ein bisschen tweaken könnt. Aber bleibt authentisch. Ja? Und das ist etwas, was ich allen mitgeben kann, insbesondere wenn ihr halt, ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie viele Hörer du hast, die 16 sind, aber die Leute, die sich 16 sind oder auch die 18 sind, auch bis 21, scheiß drauf. Diese Sache ist extrem wichtig, weil du sollst dich nicht verstellen, sei authentisch und behalte sich noch ein gewisses Maß an du selbst bei. Das Ja. ist heißt, Jetzt waren wir eigentlich ursprünglich bei Thema erste Beziehung. Ich weiß, weißt du wow, die, ja. ja. Kannst du das noch Genau. aufgreifen? Genau, erste Beziehung. Sie aus einem sehr dörflichen Hintergrund, auch Eltern sehr stark in diesem Dorf verwurzelt, Großeltern schon aus diesem Dorf. Das heißt, man muss sich vorstellen, das ist ein Dorf mit 3000 Einwohnern. Da waren wenig externe Einflüsse da für sie, die sie hätte, sagen wir mal, so eine Art Weltbürger sein werden können. Ja? Und bei mir war es halt so, meine Eltern kamen alle nicht aus diesem Dorf, wo ich dann war. Also ich war nie in diesem Dorf, Gott sei Dank nicht. Aber meine Eltern kamen dann nicht her und meine Eltern hatten nicht so diese Verbundenheit zu den gesamten Dorftraditionen des sehr ländlichen Niedersachsens, wo ihr noch SPD wählt. Das war einfach nicht meine Welt. Und diese Wertunterschiede sind dann irgendwann sehr krass bemerkbar gewesen. Also ich wollte dann irgendwann an eine Universität und ich habe mir die Universität aus denen, also ich wollte BWL studieren und dann bin ich aber zum Financial Times Ranking gegangen und habe gesagt, okay, laut Financial Times, das ist die beste Uni für BWL. Haben wir gesagt, okay, die da mit den 3 großen Buchstaben, gehen wir da mal hin. So. Und auch so aus so Geschichte wie, Ach, du warst an der Uni. ja, ich war in der WU. Ja, okay, alles klar, da war mein Ja. Bruder auch, cool. Ja, nice, welcher Jahrgang? Mein Bruder ist der Alpha-Jahrgang. Warte mal, so 29? Also der hat, der arbeitet jetzt bestimmt auch schon 10 Jahre. Müssen wir mal nach Ja. der Aufnahme drüber sprechen. Ja. Also ich bin Strong 31, 31er. Okay. Anyway, so, wo waren wir? Genau, also ich hab's jetzt so ausgedacht, okay, du willst extrem viel Cash machen, du willst international tätig sein, du willst ein bisschen Jet Set haben, der ganze geile Scheiß. Ich so, weil ich gerade aus Amerika wiedergekommen bin und Internationalität geil fand. Und sie so, hey, wie wär's, wenn wir einfach mal ein Haus bekommen, 2 Kinder bekommen? Und einfach mal das machen, was wir hier auch machen auf diesem Dorf. Und ich habe meine Ziele, also dann habe ich gesagt, ja, aber ich eigentlich nicht. Eigentlich finde ich das gar nicht so geil. Aber ich mache es trotzdem. Ich mache trotzdem mal so den Weg. Ich verkaufe quasi meine Ziele und so weiter, damit ich mit dieser Frau zusammen sein kann. Und das hat mich im Endeffekt recht depressiv gemacht. Weil es auch immer, weil ich mit meinen eigenen Werten nicht im Reinen war. Und es hat mir auch gegenüber ihr nicht unbedingt milder gestimmt. Weil wenn du solche Deals eingehst, dann ist es deine Schuld. Ja. Das musst du immer, musst du mal sehen. Wenn du solche Deals eingehst, war es meine Schuld, das so zu machen. Aber du hast immer diese, wenn du solche Deals eingehst, bist du aber immer der Mensch, der sagt, ja, die andere Person ist schuld daran, dass ich meine Träume nicht lebe.
Das ist Bullshit, weil du der Mensch bist, der seine Freundin gerade nicht lebt. Und das war auch nicht fair gegenüber, muss ich sagen. Also ich habe es ihr nie wirklich gesagt oder so, aber ich hatte dann schon irgendwie das Gefühl, dass sie mich halt auch zurückhält. Ganz klar. Ja. Und Aber deswegen nur ganz bin kurz, ich will den Punkt noch unterstreichen, weil ich finde das super, was du gerade gesagt hast. Es war deine Schuld, ja, weil du hast dich in diese Situation gebracht und, also ich sage das ja jetzt nicht um so, ja, Felix, das war deine Schuld, sondern wenn ihr in so einer Situation seid, sucht nicht die Schuld beim anderen und sagt, mi, 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 ich kann ja gar nichts machen, ich bin so ein hilfloser Mensch. Doch, ihr könnt was machen, ihr könnt immer was machen. Und im Notfall müsst ihr euch halt aus dieser Situation entziehen. Und es ist halt wirklich so, wenn man das nicht macht, hasst man sich selber, man hat Resentments dann auch gegen die andere Person. Und das ist total unfair, ja, weil die macht nichts Falsches. Sie lebt nichts konsistent mit dafür. ihren Werten. Okay, Ja, bitte. genau. Genau. Sie hat ihr Wertekonstrukt weitergelebt und ich nicht. Und es war, wie gesagt, von meiner Entscheidung. Und das ist auch das Ding, wo ich dann auch irgendwann zum Objektivismus nicht unbedingt, also ich bin deutlich libertärer geworden, als ich das realisiert habe am Ende des Tages. Du kannst immer andere Leute verantwortlich machen, wie scheiße dein Leben ist. Dann belügst du dich aber selbst. Ja, du belügst dich selbst und du hast ein richtig trauriges Leben. Und da So hast du kein Recht. Andreas Kemper live. Aber das Ding ist, das ist, wie gesagt, das waren so die Dinge, die ich in dieser Beziehung gemerkt habe. Und irgendwann war das halt so offensichtlich, dass das dann auch vor allem, ich habe es von meiner Freundin gemerkt, und sie hat dann gesagt, hey, du, ich will es eigentlich. Ich bin gerade unglücklich, auch in der ganzen Beziehung. Und ich würde das, aber ich traue es mich nicht zu beenden. Weil genau das, was du vorher gesagt hast, du wächst einfach 3,5 Jahre sowas von stark zusammen, dass du einen großen Teil deiner Selbstidentifikation aus der anderen Person schöpfst. Dass du dich quasi als Teil der anderen Person definierst und sie als Teil von dir definierst. Und dann hat sie ja gesagt, ich traue es mich gar nicht. Und dann habe ich gesagt, ey, wenn das so ist, dann muss ich es jetzt hier beenden. Ja. Kudos. War hart, aber war eine Entscheidung, die 1,5 Jahre überfällig war. Ja, also hätte ich das, wie gesagt, ich habe also wirklich einer der nettesten Personen, die du jemals treffen wirst. Aber ich habe, und das ist meine Schuld, dass ich 1,5 Jahre da in dieser Beziehung verschwendet habe. Und auch noch so ein Ding, was war da jetzt die Moral der Geschichte? Ja? Du hast ja gesagt, die Moral der Geschichte wäre in diesem Fall, guck dir die Wertestruktur deiner Partnerin, deines Partners an und entscheide, ist das meine eigene Wertestruktur? Kann ich mit der eine Beziehung so weit aufbauen? Und wenn das nicht der Fall ist, dann gehe nicht in diese Beziehung oder beende diese Beziehung. Und wenn du selber Angst davor hast, dass du nie wieder weibliche Aufmerksamkeit oder auch männliche Aufmerksamkeit, no matter what, bekommst, nur weil du diese Person verlassen hast, dann kann ich dir sagen, als jemand, der das jetzt seit 5 Jahren, dieses Single-Dasein praktiziert, es gibt sehr viele Möglichkeiten, diese Zuneigung zu bekommen, auch ohne in einer Beziehung zu sein. Ja, und letztendlich ist das auch ein Teil kreative Zerstörung, wenn man dann so eine Beziehung beendet, weil du kannst, und das war auch ein Punkt, der bei mir immer wieder mitgeflossen ist, ja. Wenn ich zum Beispiel, also ich war in mehreren Beziehungen schon und ich bin auch jetzt noch ich bin jetzt in einer sehr glücklichen Beziehung und wir wohnen auch zusammen und alles ist super, Ja. aber ich war vorher in Beziehungen, wo ich nicht so glücklich war und ich habe mir dann teilweise gedacht, okay, ich bin hier nicht glücklich und wahrscheinlich eines Tages wird der Moment kommen, wo wir uns trennen. Und dann wird der Moment kommen, dass ich eine nächste Partnerin habe. Wie erkläre ich der, dass ich zu diesem Zeitpunkt das nicht beendet habe? Ja, Ja. also
man macht es auch ein bisschen zur Liebe zu deinem zukünftigen Selbst und um eben im reinen Gewissen zu sein. Weil, hey, lieber alleine sein als unglücklich zu zweit. Also da hat man wenigstens das Potenzial, jemand Neuen kennenzulernen und eben dann nicht irgendwie noch zu betrügen und so weiter, sondern clean cut, ich fange neu an, ich fokussiere mich erstmal auf mich selber und hör in mich rein, was für Werte habe ich, genau das, was du am Anfang gesagt hast, und versuche dann jemanden zu finden, der diese Werte widerspiegelt und wo ich mich sehe und den ich dann als natürliche Emotion lieben lerne. Und ich finde, das ist ganz wichtig, deswegen, wenn ihr jetzt in eurer ersten Beziehung seid, es kann sein, ja, es gibt viele Leute oder es gibt einige Leute, die mit ihrer ersten Partnerin oder ihrem ersten Partner super glücklich sind und dann 80 Jahre verheiratet sind, whatever. Aber das muss nicht so sein. Und es ist keine Schande, dass ihr euch das eingesteht und sagt, so, und jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, dass ich hier den Schlussstrich ziehe und alleine weitermache, weil es eben euch auch befreit für eine möglich bessere Zukunft. Und genau, deswegen, das fand ich super. Das ist der Christian Lindner Approach zu Beziehungen. Lieber die Beziehung als die falsche Beziehung. Da hat er mal recht, ja. Und das ist auch, ich glaube, das ist das einzige Christian Lindner Endorsement, was du in diesem Podcast von mir hören wirst. Also in Sachen Beziehungen hat er mal recht. Dann würde mich noch so interessieren, generell Fernbeziehungen, wie stehst du dazu? Glaubst du, eine Fernbeziehung kann funktionieren? Folgendes. Ich sage jetzt mal kurz die Theorie, wie ich aus philosophischer Sicht sehe, wenn das Wertekonstrukt klar ist, wenn du in der Lage bist, ganz klar auch zu sehen, wann das vorbei ist. Also wenn das Ende der Fernbeziehung terminiert ist, ist auch verdammt wichtig, dann ja. Dann glaube ich schon. Aber ganz ehrlich, ich persönlich, ganz persönlich als jemand, gut, ich war jetzt auch 5 Jahre nicht mehr in der Beziehung, aber ich würde jetzt nicht in eine Fernbeziehung gehen. Hat auch viel damit zu tun, dass ich ein sehr, sagen wir mal, Offline-Typ bin. Ich bin teilweise extrem schwierig in der Kommunikation, so Text und so weiter. Ich liebe es, mit Menschen in the moment zu sein. Und das geht sehr schwierig über Fernbeziehungen. Da gibt es viele Erwartungen, die dort auf sich mal aufbauen, deswegen bin ich kein Freund davon. Bin ich in der Lage, enthaltsam monogam zu leben, wenn ich mal 3 Monate irgendwo anders bin? Auf jeden Fall. Ja, das ist auch nicht die Frage. Sondern die Frage ist es klar terminiert und kann ich mir eigentlich eine Beziehung danach vorstellen? Das ist so die Frage. Ja, also genau das Gleiche, die Erkenntnis habe ich auch mit nach Hause genommen. Eine Fernbeziehung, ja, wenn das mal ist, oh, ich muss für 3 bis 6 Monate irgendwo hin, das ist ein schwerer Schlucker auf jeden Fall. Und eventuell, je nachdem, wie fest die Beziehung schon ist, auch schon das aus direkt. Weil, also zumindest für mich persönlich, ja, weil ich möchte keine Fernbeziehung mehr. Und das ist auch der Grund, warum ich mit meiner Freundin lieber um die Welt reise, als eine Fernbeziehung einzugehen, weil ich genau weiß, wenn man einmal das nicht mehr hat, dass man zusammen einschlafen kann, dass man zusammen essen kann irgendwie, sondern dass halt alles nur noch irgendwie so Text und digital ist, da geht so viel verloren, ja, und man entwickelt sich selber weiter und die andere Person entwickelt sich weiter, man entwickelt sich auseinander und irgendwann trifft man sich wieder und hat auf einmal so voll die Enttäuschung, weil die Person, die ich mir die ganze Zeit in diese Texts rein fantasiert habe, gar nicht vor mir steht. Die gibt's gar nicht, die gibt's nur in meinem Kopf, ja, und deswegen, ich finde auch eine Fernbeziehung, wenn das kurz und knapp ist, ja, keine Ahnung, man muss mal für einen Monat auf Dienstreise oder whatever, dann natürlich hört die Beziehung dann nicht auf. Aber wenn das so ist, hey, ich gehe mal für die nächsten 3 Jahre studieren und wir sehen uns dann vielleicht einmal im Monat, das ist schon echt harter Tobak. Und ich finde, eine Beziehung lebt eben davon, dass man zweisam ist, ja, und intim auch ist, und das geht einfach über Text und Skype nicht, ja, da könnt ihr noch so viele Skype-Dinner machen, das ist nicht das Gleiche, wie wenn die Person mir gegenüber sitzt, ich auch noch riechen kann, ja, und man diese ganzen ungeplanten Momente hat, die eigentlich die Beziehung tatsächlich ausmachen. Genau, und dann kommt auch noch ein zweiter Punkt dazu, insbesondere wenn wir uns gerade an junge Leute richten, die gerade von dem Absprung von Gymnasium, Highschool auf Universität sind.
Es gibt auch einen Geschlechterunterschied, wie Fernbeziehungen gemanagt werden. Ich kann euch da mal ein paar Sachen erzählen aus der WAU. Ich denke mal, dass es auch überall so sein wird. Du hast eine ganz andere Art und Weise, wie Frauen Fernbeziehungen führen und auch beenden und in welchen Abständen die das machen, als Männer das tun. Wir hatten dort eine Frauenquote von knapp 25% und ein sehr, sehr strenges Assessment Center. Das heißt, wir haben wirklich für das Alter Top-Leute an dieser Uni gehabt. Nur ganz kurz, so ein Assessment Center ist so ein Test, bevor ihr in die Uni reinkommt, dass die schauen praktisch, was habt ihr drauf, wollen wir die Person überhaupt? Gell? Genau. Habt ihr Bock? Habt ihr es drauf? Und habt ihr sonst irgendwelche Soft Skills? Das ist auch wichtig. So, und wenn du da durch bist, dann kommst du bei uns hin. So, und jetzt war der Punkt, wir hatten sehr viele Case Studies, wenn man das so schön ausdrückt, in Fernbeziehungen. Viele der Jungs, die da hinkommen, sind hatten Fernbeziehungen. Also auch ich. Ja. Die haben meist so wirklich teilweise durch das Studium durchgehalten. Ja, oder auch 2 Jahre wie bei mir. Die Fernbeziehungen der Mädels, die reingekommen sind, haben im Durchschnitt wahrscheinlich so 2,5, 3 Wochen gehalten. Weil die dann einfach auch mit einem ganz anderen Level an Auswahl konfrontiert waren. Du hast auf einmal die ganzen Prinzen aus ihren kleinen Dörfern genommen und dann waren die auf einmal, die waren ohne Scheiß. Bei uns war wirklich 90% der Leute, die irgendwie an dieser Uni waren in ihrem kleinen sozialen Circle the shit. Ja? Und dann bringst du die einfach dahin und dann sind die nicht mehr the shit. Dann hast du einmal, und als Mädel hast du auf einmal irgendwann ein Buffet an Menschen, die wirklich objektiv echt gute Auswahl sind. Und dann ist der Mensch, der zu Hause wartet, auch in der Relation kann der nicht mehr wirklich viel mithalten. Und deswegen ist es auch meines Erachtens, es ist halt ein Fakt. Das ist, wenn wir mal das evolutionspsychologische Konzept der Hypergamie uns angucken, dann ist das so. Ja, das ist evolutionsbiologisch extrem gut zu erklären. Jetzt ist aber die Frage, was machen wir natürlich jetzt in diesem Podcast daraus? Wir wollen jetzt nicht hier Doom und Gloom aufbauen. Wir wollen jetzt nicht sagen, ey, Jungs, die alle wird euch auf jeden Fall weglaufen, sondern was machen wir daraus? Schaut euch an, wie ihr euch verbessern könnt und bindet euch, also meine ist, bindet euch nicht unbedingt an Menschen, die aus eurem ganz klitzekleinen Umfeld kommen. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass ihr Leute findet, die mit eurer Vision übereinstimmen, mit euren Werten übereinstimmen, ist in einem kleineren Dorf deutlich geringer, als es in einer größeren Masse ist. Deswegen bleibt dort auf jeden Fall offen dafür. Ja, das ist meine Sache. Versucht euch selber herauszufinden, versucht es für euch klar zu definieren, wer ihr seid, und dann sucht genau das. Okay, super. Ich denke, damit können wir das Thema erste Beziehung und Fernbeziehung erstmal abhaken. Was mich jetzt noch interessiert, weil das ist echt so ein, ich sehe super viele Parallelen zwischen uns beiden. Ja, also wir waren zum Beispiel beide im amerikanischen Ausland, so mit 15, 16. Und wir haben mehrere Auslandssemester gemacht. Du warst an der WHU, ich war an der Frankfurt School, die ja Ja, leider nice. Gottes an zweiter Stelle ist da, aber auch unverdientermaßen. Also ich halte keine großen Stücke auf die. Und ich habe auch so eine Also kurz Phase gehabt. aus Respekt werde ich jetzt in diesem Call unterlassen, über Rankings zu reden. Ja, nee, also WHU, wenn ihr die Wahl habt, ja, WHU ist meiner Meinung nach sogar günstiger, oder meines Wissens so nach, sogar günstiger als die Frankfurt School, und die Lebenshaltungskosten in Fallendar sind einfach günstiger als in Frankfurt. Wobei ich halt hier in Offenbach gewohnt habe, wo ich jetzt auch wohne, und keine Ahnung, mir gefällt Offenbach, ja. Also ich bereue das jetzt nicht, aber ich finde, die Frankfurt School ist jetzt nicht so toll. Auf jeden Fall hatte ich auch so eine Phase in der Uni, wo ich dann einen Kumpel kennengelernt habe, mit dem ich Best Buddies geworden bin, mit dem ich immer noch Best Buddies bin. Und wir haben uns zusammen auch mit The Game beschäftigt. Ja, wir haben dann beide The Game von Neil Strauss gelesen. Das ist so. Also für die Leute, die es nicht kennen, Neil Strauss ist ein Journalist gewesen, der eben sich da bei den Pickup-Artists eingeschleust haben und dann mit Mystery zusammen, Mystery war damals so der größte Pickup-Artist, hat er eben dann
ja, alle Frauen klar gemacht und in Hollywood so eine Villa gegründet und der war der heiße Scheiß, ja, und hat dann eben ein Buch über seine Erfahrung geschrieben, was ich jedem Jungen empfehlen kann. Ja, wenn ihr jetzt in der Pubertät seid, lest das auf jeden Fall, weil da ihr super viel mitnehmen könnt und es auch sehr interessant ist. Und ich habe dann zusammen mit meinem Kumpel auch halt angefangen, so The Game zu üben, ja, und wir haben uns dann so die verschiedenen Taktiken oder Begriffe durchgelesen halt und waren dann sogar auch mal auf einem Real Social Dynamic Event von RSD Julian in München, also ein kostenloses Event und genau, waren da super drauf abgefahren. Für mich persönlich, ich bin ein ultra harter Introvert eigentlich und so in Club zu gehen, macht mir jetzt keine so große Freude. Also ich mache das schon hin und wieder, aber ich tanke da keine Energie, sondern das ist für mich sehr anstrengend und ich bin jetzt auch eigentlich nicht derjenige, der dann so the life of the party ist und keine Ahnung, halt so die Sachen eigentlich macht, die ein normaler Pickup-Artist macht. Aber genau, mich würde interessieren, wie war das bei dir? Wie bist du da drauf gekommen? Was waren so deine großen Einflüsse in der Pickup-Artist-Szene? Und wenn du da jetzt vielleicht ein, zwei Empfehlungen aussprechen würdest, die du immer noch gut findest, wen würdest du da empfehlen? Zunächst einmal muss ich mich natürlich selber empfehlen, wenn es Ja, um Coaching klar. geht. Ganz klar. Nein, Spaß beiseite. Einflüsse. Es gibt, ich denke mal, Mystery hat recht viel Groundwork geleistet. Das war mit das erste Buch. The Mystery Method war ja mit das erste Buch, was wirklich dann rausgekommen ist und hat vielen Leuten einfach so ein bisschen die Augen geöffnet. Wie, das funktioniert so? Das funktioniert. Und das war der erste Punkt. Insbesondere muss ich auch sagen, ich bin extrovertiert, auf jeden Fall. Aber ich bin auch nicht der Typ, der Clubs geil findet. Ja, weil Clubs eine sehr, sehr, sehr sehr spezielles Umfeld ist. Clubs ist extrem, ich persönlich mag es nicht, weil du hast eigentlich alle Mechanismen, die dazu dienen, deinen Partner oder Partnerin gut auszuwählen, sind im Club behindert. Weil sie sagen, du machst erstmal das Licht aus. Ja, okay. Du machst erstmal das Licht aus, du machst die Musik laut, das heißt, du kannst dich nicht sehen, du kannst dich nicht unterhalten, dann schüttest du noch Unmengen von Alkohol drauf und lässt einfach dann, ja, machst die Luft scheiße und lässt den ganzen Spaß auch noch mit Eintritt bezahlen. Also wirklich, generell, wenn ihr introvertiert seid oder wenn eure Fähigkeit ist, gut reden zu können, dann geht verdammt nochmal nicht in den scheiß Club. Okay, das mal beiseite. Also, dann geht es natürlich in so Geschichten wie Day Game. Dann geht es darum, Frauen auf der Straße anzusprechen. Und dann sagen viele Leute natürlich, hey, du, vielleicht wollen die gar nicht angesprochen werden. Wenn ihr das vernünftig macht, das heißt, wenn ihr eine gewisse Charmanz dabei habt, wenn ihr einen gewissen Charme dabei habt, wenn ihr dort gut rüberkommt, wenn ihr nicht die ganze Zeit, wenn ihr nicht die ganze Zeit auf eure Füße guckt und ganz normal kommuniziert, dann werden euch diese Frauen nicht böse sein, dass ihr das tut. Ja, das heißt, habt da keine Scheu. Sei einfach kein Arschloch, dann funktioniert's. Ja, und in Sachen Day Game fand ich immer sehr inspirierend Tom Turello. Das ist auch Tom Turello, das ist ein walisischer ehemaliger Grundschullehrer. Das zeigt auch, wie geil das Internet ist, dass wenn du mit 21 dir angucken willst, wie Männer und Frauen funktionieren in Deutschland, oder dann war ich gerade in Budapest, dann gehst du zu YouTube und lässt dir von einem 41 Jahre alten ehemaligen Grundschullehrer aus Wales beibringen, wie es geht. Und ihr habt mittlerweile so viele Ressourcen da draußen, dass ihr es theoretisch selber machen könnt. Also Tom Turero ist einfach ein großer Einfluss gewesen und es gab einfach einen Moment für mich auch, wo ich in Budapest. Es gibt ja im Dating gibt es ja immer, es gibt ja sogar Shit-Tests. Das heißt, Frauen möchten testen, ob du es ernst meinst mit der ganzen Geschichte. Und du bist natürlich auch in einer exponierten Lage. Wenn du mit einer Frau sprichst, gilt das als sehr selbstbewusst. Das finden die normalerweise attraktiv. Aber sie versuchen zu testen, ob du wirklich so selbstbewusst bist. Und dieser Test ist in dem Jargon von Pickup Artists wird als Shit-Test bezeichnet. Und
Der Epic-Shit-Test ist zu sagen, ich habe einen Freund. Ich habe einen Freund, muss nicht stimmen. Ganz im Gegenteil. Ich habe einen Freund, ist wahrscheinlich zu 60, 70, 80% der Fälle, ist es eigentlich eine Notlüge, sie das ist eigentlich nur zu testen, ob du es wirklich gerade ernst meinst. Und ich hatte eine Klassenkameradin in der Universität in Budapest. Und die sah extrem gut aus, die war auch irgendwie Sängerin, ich weiß jetzt nicht, wie talentiert die gesungen hat, aber im Musikvideo sah die extrem gut aus. Und dann wollte ich dann ansprechen. So. Und in der Straßenbahn hatte ich dann angesprochen, also von der Uni halt weg. Und dann wollte ich ihre Nummer haben. Und dann habe ich gesagt, hey, wie ist deine Nummer? Lass uns mal Dienstag treffen. Und sie so, ja, aber ich habe einen Freund. Und ich habe so meine, so Hals, also Herz schlägt bis hier oben, denkst du so, okay, Felix, du tust es jetzt, okay? Machst es. Und dann sage ich so, ja, aber es ist mir egal. Und sie guckt mich so an, als ob sie gerade, also weißt du, wie so ein Auto halt. Und sie guckt mich so an und sagt so, mir gefällt die Antwort und gib mir die Nummer. Und ich denke mir so, scheiße, das hat echt nicht funktioniert, weil ich, wie gesagt, mit 21. Jetzt weiß ich halt, okay, das funktioniert so. Aber das war so der Moment, wo ich mir denke, scheiße, das ist wirklich etwas, das funktioniert. Und von da ab halt immer weiter. Das war so der Eureka-Moment. Viel über Frauen kennengelernt, auch viel darüber gelernt, warum Männer betrügen, warum Frauen betrügen, was die gesamten sozialen Dynamiken. Und am Ende gehst du da raus, beziehungsweise ich bin ja noch gar nicht aus der Szene raus in der Hinsicht, aber du gehst auf jeden Fall nach Hause und weißt mehr über die Welt. Und das ist auch etwas, was sehr befriedigend ist und was sehr beruhigend. Ja. Und ich möchte noch mal was anklingen lassen, was du vorher gesagt hast. Und zwar meintest du da, dass Selbstbewusstsein ein Muskel ist, der bei vielen Leuten verkümmert ist, sinngemäß. Und ich finde, also das war auch so eine Lektion, die ich praktisch aus diesem ganzen Game-Zeug mit nach Hause genommen habe. Und ich finde auch, ich habe auch immer wieder super viele Parallelen zwischen Objektivismus und The Game gesehen, einfach weil ja die Charaktere eben, die in in Atlas Shrugged und so weiter in The Fountainhead beschrieben werden, haben einfach dieses Natural Game, weil sie von sich aus selbstbewusst sind. Und dann ist es halt, ja, die Frau sagt, sie hat einen Freund und da habe ich ja gar nicht danach gefragt. Also ja, toll, dass du mir das jetzt sagst, aber ich wollte mich dienstags mit dir treffen. Und deswegen finde ich persönlich, das habe ich mir auch gemerkt, wenn ich jetzt zum Beispiel auf eine Party gehe oder zum Beispiel auf ein Liberty Sunrise, das ist ja auch ein soziales Event, wo ich normalerweise als Introvert, ja, ich fühle mich hier wohl, hier in meinen vier Wänden, hier bin ich, mein Mikrofon, mein Computer und du aber ganz weit weg. Ja, da fühle ich mich zu Hause, hier bin ich Kann dir nichts tun. in meiner Comfortzone, genau. Und wenn ich dann auf dem Liberty Sunrise bin, dann bin ich ja mit anderen Leuten konfrontiert und ich versuche mir immer wieder zu sagen, gerade wenn ich feststelle, hey, das ist Training für mich, das ist anstrengend, sei egoistisch. Ja? Sei egoistisch, wenn du zum Beispiel eine Frau ansprichst. Mach's nicht, um der Frau zu gefallen, sondern mach's für dich. Ja? Und diese Motivation, wo das herkommt, spielt eine ganz große Rolle. Auch wenn du bewusst mit dieser Motivation reingehst, finde ich zumindest, reagiert man intuitiv viel besser auf so Shit-Tests, ja, weil ich beim Shit-Test nicht überlege, ja, was muss ich denn jetzt sagen, dass ich der Frau gefalle, sondern was sage ich denn, dass ich es lustig finde zum Beispiel. Und dann ist es halt so, manchmal, ich habe das auch, keine Ahnung, gibt es ja immer wieder alltägliche Situationen, ja, einer auf der Arbeit macht irgendeinen Kommentar und man könnte das jetzt, der hat mich angegriffen, der hat, was weiß ich, meine neue Frisur hier, meinen Irokesenschnitt, angesprochen, ja, wie reagiere ich jetzt darauf? Und bei mir ist es mittlerweile echt so, mir ist es einfach scheißegal. Ich habe wirklich diesen Muskel von dieser Fuck-it-Attitude so weit trainiert, dass ich bei den meisten Sachen sage, hey, am Ende des Tages komme ich ja wieder alleine nach Hause und muss mit mir leben, ja, und ich muss mir selber im Spiegel in die Augen gucken und nicht, was weiß ich, der anderen Person gefallen. Und deswegen, ja, das hat mir geholfen. Wie siehst du das? Wie trainiert man seinen Selbstwertgefühlmuskel am besten? Täglich.
Also, das ist das Ding. Du musst ihn täglich trainieren. Wenn du jetzt, ich habe es auch bei mir irgendwann festgestellt, als ich dann aus dem, ich habe meine Masterarbeit bei meinen Eltern geschrieben. Also, das ist hart. Du kommst dann raus und du musst dich zum Beispiel extrem viel in häusliche Geschichten unterordnen und so weiter. Es ist nicht geil. Und du kommst dann in die Welt hinaus und denkst dir so, eigentlich ist mein Fuck-It-Muskel gerade überhaupt nicht so krass trainiert. Weil der verkümmert auch wieder. Also ich habe zum Beispiel, ich sage manchmal, ich war noch nie, es gab nicht Phasen in Budapest, wo ich wirklich extrem war. Ja? Und das war geil. Das war in dem Moment die richtige Geschichte. Aber heutzutage ist es halt, habe ich manchmal noch nicht, habe ich manchmal nicht mehr so diesen, den Fuck-It-Bizeps, den ich damals hatte, 44er. Und in Offenbach kennst du ja. Ja, klar. Das war so die Geschichte. Also du musst ihn täglich trainieren und du musst ihn vor allem auch bewusst trainieren. Du trainierst ihn bewusst, indem du dich bei jeder Entscheidung, die du im Kontext mit anderen Menschen triffst, fragst, ist das gerade das, was ich wirklich will? Ist das mit meinen Werten im Einklang? Das sind zwei sehr einfache Fragen und das ist eigentlich ein Rant, ist damit so die Antwort. So, mache ich gerade das, was mich wirklich weiterbringt, oder handle ich gerade basierend darauf, was andere Leute, wo ich denke, dass andere Leute das von mir wollen? Oder noch schlimmer, wenn du dir über Sachen Gedanken machst, die nicht in deinem Einfluss liegen. Also das ist eher eine Geschichte aus dem Stoizismus, was ich auch sehr, sehr angenehm finde teilweise. Kann ich die Situation gerade verändern? Ja? Bestes Beispiel Klimawandel. Kann ich persönlich den Klimawandel aufhalten? Ja oder nein? Wenn ich den Klimawandel nicht aufhalten kann, macht es dann für mich und mein Leben Sinn, mir extreme Sorgen darüber zu machen und extrem negative Emotionen damit zu haben? Nein, macht es nicht. Das sind Geschichten. Also erstens, tue ich etwas in meinem Wertekonstrukt? Ich würde sagen, die erste Frage sollte sein, kann ich etwas ändern? Ja, also kann ich die Situation ändern? Wenn nein, mache ich mir keine Sorgen drum. Zweite Geschichte ist, wenn ich schon die Entscheidung getroffen habe, hier zu handeln, handle ich basierend auf meinem, also in Kongruenz, also im Einklang mit meinem Wertekonstrukt, ja oder nein? Wenn ich das nicht tue, dann muss ich drei, vier, fünf Mal drüber nachdenken, ob ich es wirklich machen will. Und normalerweise sagst du, nein, musst du nicht. Und das ist das Training für den Fuck-It-Muskel. Du hast gerade was super Wichtiges angesprochen, was ich auch nochmal aufgreifen will, und zwar dieses Circle of Influence und Circle of Concern. Ich habe das hier mal amateurhaft für die Leute, die jetzt hier den Stream schauen, aufgezeichnet. Das sind praktisch zwei Kreise. Innen, der eine Kreis umschließt vollständig den anderen. Der innere Kreis ist der Circle of Influence, also das, was wir tatsächlich oder was du tatsächlich an deinem Leben ändern kannst. Zum Beispiel, hey, ich mache jetzt 10 Liegestützen. Das ist auf jeden Fall in deinem Circle of Influence. Das kannst du jetzt direkt machen. Circle of Concern, wie du gerade gesagt hast, Klimawandel ist eigentlich alles, was mich betrifft, ja, concerned, aber was ich halt nicht direkt ändern kann. Und da gibt es eben dieses tolle Buch, 7 Habits of Highly Effective People, wo genau dieses Konzept beschrieben wird. Und die Moral der Geschichte ist, wenn du dich auf den Circle of Influence fokussierst und dir praktisch, ja, ich habe ein Problem. Hey, ist das in meinem Circle of Influence oder Circle of Concern? Wenn es in meinem Circle of Concern ist, weg damit. Ich kann ja eh nichts machen. Das ist gar kein Problem, weil ja, ich kann ja nichts verändern, sondern fokussiere dich immer nur auf den Circle of Influence. Und was man eben feststellt dann, ist, dass der wächst mit der Zeit. Und das ist auch noch so eine Sache, die ich sehr gut finde und finde ich toll, dass du das auch gerade aufgegriffen hast. Wenn du im Leben gewinnen willst, dann muss dein Circle of Influence ungefähr so groß sein wie dein Circle of Concern. Dann hast du ein richtig geiles Leben. Weil das heißt entweder, dass du dich aus den richtigen Dingen raushältst oder dein Influence so weit ausgebreitet hast, dass du eigentlich sehr viele Sachen beeinflussen kannst. Either way hast du eine gute mentale Gesundheit. Das Ja, ist das Ding. und das ist ja auch genau das, was wir gerade eben mit den Fernbeziehungen oder mit den ja, brüchigen Beziehungen gemeint haben. Du kannst nicht die andere Person verändern. Und das ist immer so, wenn du damit anfängst, ja, mein Leben wäre doch so viel besser, wenn nur mein Partner oder meine Partnerin dies oder das oder jenes sein würden. Das ist nicht Ja. dein Bier, ja. Dein Bier ist zu entscheiden, bleibe ich hier oder gehe ich weg? Das ist die einzige Entscheidung eigentlich, die du treffen kannst. Oder
mache ich vielleicht selber aus eigenen Stücken was Tolles und inspiriere vielleicht meinen Partner oder meine Partnerin, sich zu ändern. Und genau. Dann, Felix, mich würde interessieren, wenn wir uns jetzt die heutige Welt anschauen, mit Tinder und Commitment-Phobie bei eigentlich fast allen Menschen, was läuft da falsch? Ja, und was müsste besser laufen, dass wir in einer besseren Welt leben? Oder läuft vielleicht gar nichts falsch und du denkst, die aktuelle Welt ist so gut, wie sie ist? Ich würde sagen, ich bin gerade ziemlich agnostisch, was das für eine gute Entwicklung ist oder eine schlechte Entwicklung. Wir haben meines Erachtens wenn wir jetzt beim libertären Sprech bleiben oder im politischen Sprech bleiben, wir haben eine Deregulierung des Dating Markets. Das heißt, zum Beispiel gehen monogame Beziehungen zurück, es gehen Heiraten zurück und so weiter. Das heißt, wir haben viel mehr Möglichkeiten, andere Beziehungen zu finden und so weiter. Das Problem ist, dass diese Beziehungen nicht unbedingt gleich verteilt sind. Ja? Das heißt, es gibt keinen Dating-Sozialismus. Gott sei Dank gibt es keinen Dating-Sozialismus. Die Geschichte ist derzeitig so, dass wir durch Tinder uns mit Hunderten von Menschen treffen können. Ja? Theoretisch. Wir sehen diese Menschen. Jetzt aber das Problem, dass Frauen hauptsächlich sich sehr gut überlegen müssen, mit wem sie Sex haben, mit wem sie Beziehungen eingehen und so weiter. Männer müssen das in dem Fall nicht so sehr tun. Also die müssen sich, das liegt, wenn wir es evolutionspsychologisch erklären, liegt das an der sogenannten Parental Investment Theory. Das heißt, welche Kosten habe ich persönlich als Elternteil für die, sagen wir mal, Erzeugung und Aufzucht von Kindern? Bei Männern ist das potenziell extrem gering. Sie könnten nämlich sagen, okay, ich habe ein sogenanntes Pump-and-Dump-Scheme. Das heißt, ich schlafe mit einer Frau und bin danach über alle Berge. Pump-and-Dump. Es gibt, glaube ich, fünf verschiedene Synonyme für das. Das ist eine Strategie, die auch in unserer evolutiven Vergangenheit eine durchaus effektive Strategie war. Frauen müssen das besser abwägen, weil Frauen als Kostenpunkt haben nicht nur, dass sie nicht wie Männer, also sie können erstmal nur einmal im Monat schwanger werden. Männer können wahrscheinlich 6-mal am Tag Kinder zeugen. Das ist eine vollkommen andere Magnitude. Wir haben dann Parental Investment. Sofern sie schwanger werden, mit dieser einen Einzelne, die sie pro Monat haben, dann führt es dazu, dass sie quasi ein Jahr außer Gefecht sind in ihrer Fähigkeit, neues Leben zu erzeugen. Dann können wir Schwangerschaft dazu nehmen, dann können wir auch die ersten paar Monate nach der Schwangerschaft, nach der Geburt hinzunehmen. Das heißt, dort haben wir sehr hohe Kosten, die damit verbunden sind. Und natürlich das gesamte Risiko einer Schwangerschaft. Und wir können uns natürlich hier hinsetzen und sagen, also Infant Mortality in Deutschland ist ja gar nicht so hoch. Aber das ignoriert ja vollkommen unsere gesamte Vergangenheit. Vor Hunderten von Jahren sind immer noch extrem viele Kinder in den ersten 3-4 Jahren gestorben. Auch die Frauen haben Kinderfehler bekommen, sind auch sehr stark gestorben. Das heißt, Frauen haben über den ganzen Zeitraum unserer menschlichen Evolution hatten Frauen ein extremes Risiko. So, deswegen müssen die das besser auswählen. So, das war jetzt ein kleiner Tangent. Das ist die Erklärung, warum. Noch ein Punkt dazu: Wenn eine Frau schwanger ist, dann ja, auch wieder im historischen Kontext kann die ja natürlich, ja, die hat dann so einen Bauch und kann natürlich nicht auf die Jagd gehen oder Beeren sammeln oder so. Ja, da fällt ja jede Bewegung schon schwer. Das heißt, sie ist auf eine andere Person angewiesen, um praktisch Ressourcen heranzuschaffen, um überhaupt zu überleben. Ja, genau. Das ist ein Punkt, der dort beachtet werden muss. Und deswegen hast du da diese evolutiven Grundsätze immer noch gelten. Hast du einen höheren Bedarf an Wähler, dass Frauen wählerischer sind als Männer. Ja? Das ist Parental Investment Theory. Auch muss man dazu sagen, aber wir wissen doch mittlerweile, dass es die Pille gibt. Warum halten diese Mechanismen noch? Ja, wir wissen, dass es eine Pille gibt und wir können auch intellektuell darüber philosophieren, dass es die Pille gibt. Aber Attraction ist etwas, was sehr, sehr stark auf unserem Kleinhirn basiert, was extrem auf
externen Stimuli kapriziert ist. Und was du auch, wenn du jetzt zum Beispiel Kahneman dir anguckst, Thinking Fast and Slow, Attraction ist fast. Attraction ist, wenn das die erste Attraction ist, extrem schnell. Und das ist etwas, was vollkommen hardwired ist. Genau, das ist so der Punkt. In so einem Dating-Kontext, wenn wir uns angucken, wie viele Sekunden eine Frau oder ein Mann auf einem Tinder-Profil eines anderen verweilt. Du redest ja teilweise über Sekunden oder teilweise Bruchteile von Sekunden. Ja? Da kommt keine intellektuelle Diskussion auf, von wegen so, das sieht jetzt aber so aus, als ob sie sich sehr gut mit der Relativitätstheorie auskennt, weil die hat hier so eine Hornbrille auf. Das ist ja so Bullshit. Nein, ja. Also, genau das Ding. Dass Frauen sich deutlich besser aussuchen müssen. Deswegen wollen Männer eine sehr hohe Varianz haben, eine sehr hohe Anzahl an Frauen haben, und Frauen wollen eigentlich eine höhere Stabilität haben. Das sind Durchschnitte. Natürlich kann mir jetzt jeder sagen, hey Felix, ich kenne eine Frau, die will überhaupt keine Stabilität. Dann sage ich, herzlichen Glückwunsch, du hast sie gefunden. Aber davon ist der Durchschnitt unberührt. So. Wenn du jetzt davon ausgehst, dass Frauen wählerischer sein müssen, dann ist es für die ja besser, die optimalen Kerle zu bekommen. Ja, also wir gehen davon aus, dass nicht jeder Mann gleich attraktiv ist. Dann ist es natürlich besser, die Top Kerle danach zu bekommen, was ich Top 20%, und sich dann mit denen zu vergnügen. Das siehst du auch ganz klar auf Tinder. Es gibt Studien, die zu Tinder-Bewertungen oder zum Tinder-Verhalten von Frauen gemacht werden. Und Frauen auf Tinder bewerten 80% der Profile als unterdurchschnittlich attraktiv. Das heißt nicht, dass die darüber reflektiert haben und durchschnittlich verstehen, sondern es das heißt einfach, dass sie zu vielen Leuten nicht hingezogen sind. Und bei Tinder finden 80% der Menschen, der Männer vor allem, nicht statt. Sie finden dort einfach nicht statt. Sie werden nicht mal angezeigt. Ja? Dadurch, dass auch Männer so wenig Kosten haben, swipen die ja noch extrem häufig nach rechts. Das heißt, wenn eine Frau auch durch ihre Likes durchgehen muss, angenommen sie jetzt zu Tinder Gold oder ähnliches, durch ihre Likes durchgehen muss, dann geht sie durch den Wald an Männern und muss auf jeden Fall mal alles nach links packen. Alles nach links, weil alles scheiße, weil sie hat auch gerade vor 5 Sekunden den hammergeilen Typen gesehen. Und dann hast du Joe Blow da, der durchschnittlich attraktiv ist oder auch vielleicht sogar noch überdurchschnittlich attraktiv, aber das ist in dem Fall scheißegal, weil du halt mit ganz anderen Leuten konkurrieren musst. Und dann, für das Geile, dann hast du da extrem gut aussehende Jungs, weil normalerweise kannst du nicht unbedingt dein Intellekt sehr gut voranstellen, du kannst dein Selbstbewusstsein nicht ganz so gut voranstellen, du bist einfach gefangen, du bist einfach gefangen in der Art und Weise, wie Tinder dich zwingt, deine Persönlichkeit zu kommunizieren. So, das heißt, das führt dazu, dass meistens sehr gut aussehende Jungs dabei sind, nicht so gut aussehende Jungs. Aber dann wundern sich halt die Mädels, wenn sie von diesen Dates zurückkommen und sagen mir dann auch, also ich habe viele Mädels in meinem Bekanntenkreis, die sagen dann so, ja, der war total langweilig. Ich hasse mittlerweile Tinder-Dates, weil die so also langweilig sind. Ich so, du selektierst aber dafür, dass sie gut aussehen. Und wenn die von vornherein so gut ausgesehen haben, dann hatten die nie in ihrem Leben einen Anreiz, interessant zu werden. Ja, ich habe also nochmal, was geil bei mir gelaufen ist, in meinem Leben, ist, dass ich als Kind, so mit 12, 13, 14, extrem hässlich war. Da musst du halt Humor entwickeln, da musst du halt große Fresse bekommen, weißt du? Und das hilft mir jetzt. Ja. Das ist so der Punkt. Aber genau, das sind so die Dynamiken. Ich Alles glaube, dass. zusammengefasst. Warte gut. Ja. Ja? Die ganzen Effekte zusammengefasst. Du hast einen großen Teil auch an Frauen, die gerade eine extrem große Auswahl haben. Und du hast ein extrem, also sagen wir 80%, also du hast 80% der Männer, die echt nicht stattfinden. Das heißt, 80% der Frauen stehen auf 20% der Männer. Dass es nicht unbedingt eine gleiche Verteilung ist, merkst du auch, dass die Fälle an Sexlosigkeit extrem hoch gehen. Das heißt, unsere Generation hat weniger im Durchschnitt weniger Sex, als das die Elterngeneration hatte. Und auch die Großelterngeneration.
Das heißt, das kommt mit einer gewissen Polarisierung zusammen. Und jetzt ist die Frage, was wir mit dieser gesamtgesellschaftlichen Entwicklung machen. Ich persönlich bin der Meinung, ich kann dagegen, wie gesagt, Circle of Influence, Circle of Concern. Was ich dagegen tun kann, ist selber attraktiv zu werden. Und da sind wir auch in der Lage, das zu tun. Deswegen coache ich. Ja? Weil ich dann Leuten sage, du willst nicht in den 80% sein. Du kannst nicht hingehen und sagen, okay, wir packen jetzt morgen Burkas auf die Mädels und zwingen die dazu, monogam zu sein. Das ist scheiße. Ja. Ja? Was du machen kannst, ist, du gehst hin und bist selber der attraktivste Mann, den du sein kannst. Und das ist so der Circle of Influence, Circle of Concern Approach. Finde ich sehr gut. Fun Fact übrigens, ich habe meine Freundin auf Tinder kennengelernt Ja, nice. und ja, also genau, das schließt nämlich jetzt auch schon an meine nächste Frage. Für die Leute, die keine Beziehung haben, aber gerne eine hätten, also wirklich eine Beziehung, eine langfristige Beziehung, eventuell den Partner fürs Leben finden wollen, um Kinder zu kriegen und zusammen alt zu werden. Ich meine, du bist jetzt gerade Single, aber gibt es irgendwelche Techniken, irgendwelche Methoden, die man anwenden kann, um eben so einen Partner zu finden? Ja, in meinem Coaching-Programm, das sind 10 Wochen, habe ich die ersten 4 Wochen eigentlich genau dieser Frage wirklich gewidmet. In den ersten 4 Wochen reden wir eigentlich überhaupt nicht über Mädels. Wenn ich coache ja hauptsächlich Männer. Also ich coache derzeit nur Männer. Und ich könnte auch Frauen coachen, da wurde ich auch schon einfach mal angefragt, aber ich habe, glaube ich, meine Motivation ist stärker, wenn ich Männer coache. Also, wir reden nicht über Mädels in den ersten 4 Wochen. Wir reden wirklich darum, was ist deine Vision im Leben, was sind deine Werte und wie auch immer, wie kannst du das eigentlich, wie kannst du dich für dich formulieren? Wie formulierst du das für dich? Und wie bist du selbstbewusst? So, basierend auf deinen Werten baust du dir quasi eine Frau zusammen anhand ihrer Werte, die quasi mit dir übereinstimmt. Also kann ich mal ein Beispiel machen. Für mich ist Ehrlichkeit ein großer Wert, Selbstbewusstsein ist ein großer Wert und Neugierde ist ein großer Wert. Das heißt, ich muss also Frauen finden, die ehrlich sind, die neugierig sind und die in gewisser Weise ein Selbstbewusstsein haben. Wo finde ich diese Frauen? Das ist immer die Frage. Also, ich habe das, ich suche das, wo finde ich das? Das sind so 3 Schritte. Ja. Und wenn ich jetzt zum Beispiel einen sehr introvertierten Typen habe, der sich gerne extrem tief mit Dingen beschäftigt und philosophische, abstrakte Diskussionen führt. Und der möchte auch genauso eine Frau haben. Dann werde ich diesen Menschen auf gar keinen Fall sagen, geh erstmal auf Tinder oder geh in den scheiß Club. Weil du wirst wahrscheinlich, also natürlich, es gibt immer die Chance, weißt du, du kannst, bevor wir jetzt irgendwelche Leute in den Chat oder in die Kommentare bekommen, von denen so, hey, ich habe aber meine, was ich, Doktorin der Nuklearphysik, die auf dem Dancefloor kennengelernt. Geile Story, wirklich. Schreib mich an, ja. Aber das ist nicht die Regel. Und du findest normalerweise diese Leute auch nicht dort, wo alle Leute hingehen. Wenn du einzigartig bist, suche nicht dort, wo nicht einzigartige Leute rumlaufen. Und das heißt, die Leute findest du zum Beispiel eher in Buchhandlungen, findest du in Cafés, findest du über soziale Interaktion, findest du über deinen Social Circle. Stell die Frage, wo finde ich diese Person? Und da gehst du hin. Und mach nicht das, was andere Leute machen. Also wenn du zum Beispiel sagst, dein Kumpel sagt, hey, guck mal, ich habe mal meinen Freund auf Tinder kennengelernt, renn nicht los und vertraue darauf, dass du deine Freundin auch auf Tinder findest. Ja, vielleicht noch ein, zwei Worte zu mir. Bei mir war es auch wirklich so, das ist letztendlich ein Numbers Game bei Tinder. Ja, und ich habe wirklich, ja, ich habe mir gesagt, entweder ich habe eine Beziehung, die was bedeutet, oder ich habe keine Beziehung. Das heißt, ich gehe als Mann mit Ansprüchen an Tinder ran, was man nicht macht. Ja, normalerweise ist man froh für das, was abfällt und redet nicht groß drum. Aber bei mir war es wirklich so, ich habe dann halt versucht, eine Unterhaltung aufzubauen. Und klar, wenn die andere Person kein Interesse an mir hat, dann bringt es mir ja auch nichts, da noch weiter Zeit rein zu investieren. Das ist so, okay, tschüss, nächste. Und dann geht es halt an Fragen wie, ja, wie stellst du dir eigentlich dein Leben vor? Willst du Kinder kriegen? Und
nee, ich will keine Kinder kriegen, tschüss, die nächste bitte, ja, und dann muss man sich halt durch den ganzen Shit da auf Tinder durchwühlen, der nicht für einen selber ist, ja, für jemand anderen kann es ja toll sein, und irgendwann hatte ich das große Glück, dass ich meine Freundin gefunden habe. Und es war wirklich Glück, weil sie eigentlich aus der Ukraine kommt, also nicht aus Deutschland. Und normalerweise sind wir gar nicht im Circle, dass wir matchen können. Das war nur, weil sie just zu dem Zeitpunkt praktisch in Deutschland war und in meinem Suchradius war und ich in ihrem, dass wir uns gematcht haben und dann praktisch so einen Rapport aufgebaut haben, der immer weiter eskaliert ist, bis wir uns dann ein halbes Jahr später getroffen haben. Ja, und in diesem halben Jahr haben wir viel geschrieben und es war immer so, ich höre mich um, ist das eine Person, mit der ich mir vorstellen kann, zusammen zu sein? Und das sind dann so Fragen, glaubst du an Gott? Wie stehst denn du da eigentlich dazu? Wie war deine Kindheit? Ja, die berühmte Frage von Stefan Molyneux. Und ja, das ist letztendlich, ja, das Feld ist mir nicht zugefallen, sondern ich habe das wirklich aktiv gesucht. Und deswegen der erste Schritt, das wirst du wahrscheinlich auch so wiedergeben, wenn du jemanden suchst, dann musst du auch suchen. Ja, davon, dass man in seinem stillen Kämmerchen hockt, ist die Wahrscheinlichkeit, ja, dass dann auf einmal so ein Mädchen anklopft und die Tür sich öffnet und man verliebt sich direkt ineinander, ist ja tendiert gegen null. Also man muss da schon was machen, wieder den Circle of Influence praktisch bedienen und da in der Welt agieren. Genau. Das ist der Punkt. Bei mir ist zum Beispiel auch die Geschichte. Du hast gesagt, du willst auf jeden Fall Kinder haben. Ich bin gerade Single, weil ich habe für mich festgestellt, ich möchte in eine Beziehung gehen, wenn ich mir vorstellen kann, mit dieser Person Kinder zu bekommen. Das ist mein einziger Grund, warum ich in eine monogame Beziehung dann gehen möchte. Und das ist, that's it. Ja? Das sind viele Leute machen das nicht. Viele Leute sagen, ich gehe in eine Beziehung, weil ich mir nicht zutraue. Ganz salopp gesagt, die trauen sich nicht zu, außerhalb von einer Beziehung noch auf einer planbaren Basis Sex zu bekommen. Und ich sehe das auch teilweise im privaten Umfeld, wo dann Leute dabei sind, und die denken sich so, ey, Junge, du bist eigentlich qualitativ echt hochwertig, du hast in deinem Leben echt viel am Start. Aber du bist in einer Beziehung, wo du einfach nur dabei bleibst, weil es immer wieder mittwochs passiert, weißt du? Das nervt. Das nervt, das zu sehen. Das mich persönlich nervt. Ja, absolut. Jetzt hast du gerade angesprochen, dass du so ein 10-wöchiges Coaching machst. Und mich würde interessieren, wie sieht das denn aus? Also wenn jetzt hier jemand zuhört, der vielleicht sich angesprochen fühlt von der Thematik und dann sagt, ey, der Felix hört sich cool an, ist auch noch gleichzeitig ein Objektivist und Libertärer, bei dem würde ich gerne das Coaching machen. Wie sieht sowas aus? Du hast, wie gesagt, 10 Wochen. Die ersten 4 Wochen reden wir nicht über Mädels. Da geht es Aber um ist deine das eigene. vor Ort in Persona oder ist das mit Calls oder wie macht ihr das? Das ist natürlich, ich bin Deutschland, also im ganzen Dachraum tätig. Ich würde auch auf Englisch coachen, aber derzeitig ist Dach ein besserer Markt, weil einfach du hast im englischsprachigen Bereich hast du sehr viele Leute, im Dachbereich hast du recht wenige Leute, die das dann auch wirklich so gut praktizieren. Und du hast für diese 10, also da hast du dann auch, wenn die nicht in Berlin sind, ich liebe Leute, die mit mir das face-to-face machen können. Das ist mir das Beste. Also es ist immer die Präferenz, machen wir das face-to-face. Und auch wenn ihr so eine Stunde lang weg seid, wäre es cool, wenn wir dann irgendwie dann zusammen irgendwie was machen können, weil das deutlich mehr Power und Emotion da drin hat. Aber anyway. Wenn das nicht möglich ist, machen wir ungefähr das, was wir gerade machen. In einem Zoom-Call, in einem Meet, wie auch immer. So, das ist so die Kritik. Wir haben 10 Wochen, jeweils eine Stunde. Und zwischen diesen Stunden gibt es, habe ich Coaching-Materialien erarbeitet, die einfach nochmal zur Selbstreflexion gehen. Ja? Wir reden in den ersten 4 Wochen über dich als Person. Wir reden darüber, wo du im Leben hin willst. Warum willst du da überhaupt hin? Ja, das heißt, was sind deine Einflüsse? Was sind deine Werte? Was sind zum Beispiel auch deine Kernwerte? Weil wenn ich jetzt sagen würde, okay, was sind deine Werte? Dann würden die Leute sagen, 50 Werte. Wir machen eine Übung. Machen wir mal 50 Werte und du wirst in 3 Schritten gezwungen, immer die Hälfte wegzupacken. Ja? Das heißt, du musst
Du musst 25 Werte direkt erstmal wegstreifen. Und dann machst du es nochmal. Dann machst du wieder 13 weg. Und so weiter. Und dann irgendwann bist du bei deinen Core Values. Und diese musst du dann halt auch verteidigen. Ja? Diese musst du dann auch verteidigen. Du musst sagen, okay, warum bin ich da und wie bin ich gerade, wie drücke ich die gerade aus? Wie verwirkliche ich gerade die in meinem Leben? Das ist die erste, das ist innerhalb der ersten 4 Wochen. Dann gucken wir uns auch an, welche Frauen kämen da in Frage? Was müssten Frauen für dich haben? Und wo kannst du diese Frauen überhaupt finden? So, das ist so mit der Randian Approach. Das ist so dieses Value-Based-Ding. Und dann geht es in die Evolutionspsychologie. Dann reden wir in den nächsten 4 Wochen über knallharte Fast Brain Attraction. Dann reden wir darüber, was finden Frauen attraktiv? Welche Rollenbilder solltest du verkörpern? Das hat nichts damit zu tun, dass du irgendwie sagen musst, hey, ich bin jetzt übrigens bei dem Mondflug, bei dem letzten Mondflug, bei dem letzten Allflug bin ich, war ich nicht Pilot. Das macht keinen Sinn, das ist ja Bullshit. Das wäre cool, wenn du es wärst. Ja, aber es macht keinen Sinn, du musst authentisch bleiben. Also, das heißt, welche Archetypen wollen Frauen sehen? Und dann schauen wir nochmal nach, gehen wir nochmal zurück und sagen, wie verkörperst du diese Archetypen eigentlich gerade? Ja, das heißt, wie kannst du zum Beispiel ausdrücken, dass du ein risikobereiter Mensch bist? Als Beispiel. In welchen deinen Handlungen, die du alltäglich machst, kommt das vor? Und warum erzählst du das dann nicht? Das ist das, was wir in den nächsten 4 Wochen machen. Dann geht es über Storytelling. Wie kannst du eine Geschichte erzählen, die emotional aufgeladen ist? Ja? Weil Frauen funktionieren sehr stark über Emotionen, weniger stark über abstrakte Ideen. Deswegen ist Libertarismus auch, hat auch Libertarismus ein sehr starkes Frauenproblem. Deswegen müssen wir da auch ein bisschen aufpassen, dass wir unsere libertäre Meinung und unsere libertären Überzeugung auch anders kommunizieren. Aber ich glaube, da kommen wir noch später drauf. Das heißt, Storytelling, Emotionalität, auch Geschichten wie, wie kann ich eigentlich körperlich Kontakt aufbauen? Das sind so die letzten 2 Wochen. Da geht es wirklich, wenn du so willst, ins Handwerkliche, weil es dann wirklich auch teilweise um physische Eskalationen geht. Ja? Das heißt, woran merke ich überhaupt, dass sie etwas gut findet? Welche Nonverbal Cues kann ich lesen? Welche Verbal Cues kann ich auch lesen? Wie bestehe ich Shit-Tests? Das sind die Sachen, die dann in den letzten 6, die dann speziell nochmal in 2 Wochen kommen. Und immer zwischendurch natürlich Anwendung, Anwendung, Anwendung. Das ist das Programm. Ja, sehr cool. Also, was ich vielleicht so als abschließendes Thema noch zu dem Dating-Ding dazu sagen will. Ich persönlich, was ich sehr gut fand, was du vorhin gesagt hast, war Neugier. Weil ich persönlich bin ein sehr neugieriger Mensch, zumindest in manchen Aspekten. Ja, in Sachen, die mich tatsächlich interessieren. Wo ich Gier, Greed is good nach Ayn Rand, nach Neuem habe. Und zum Beispiel, wenn es ums Programmieren geht, bin ich ultra neugierig. Und ich hatte zum Beispiel ein Feedback-Gespräch mit meinem Chef und der meinte, dass er genau das so toll findet bei mir, dass ich, wenn ich was Neues sehe, dann kriege ich ein Leuchten in den Augen und ich will das auch verstehen und anwenden können. Und genau das Gleiche ist praktisch, finde ich, oder ja, denke ich mir auch manchmal, wenn ich so Smalltalk mache, die andere Person hat meistens, ja, also ich lasse jetzt mal Normies außen vor, aber wenn ich eine Person treffe, wo ich so merke, hey, wir viben, zum Beispiel jetzt bei dir, mich interessiert das brennend, ja, wie dein Auslandsjahr zum Beispiel war. Und das kommt authentisch von mir raus und das ist absolut egoistisch. Ja, das ist meine persönliche Gier, die praktisch dann dazu führt, dass man ein natürliches Gespräch hat und dass die andere Person auch merkt, hey, ey, ja, das ist ja voll interessant, was ich jetzt hier gerade erzähle. Ja, da fühlt man sich auch selber gut. Und wenn das eben nicht aufgesetzt ist, so, ja, so im Club tanzen, hey, was machst du eigentlich Ja. so? Und trinkt noch hier während Ist mir der. eigentlich egal, ja. Genau. Das ist, das finde ich eben so wichtig und genau, deswegen wollte ich das auch nochmal hervorheben. Lass mich da nochmal drauf Ja. eingehen, weil du sagst damit eigentlich, das ist eine der wichtigsten Erkenntnisse, die ich nicht nur in der Coaching-Zeit, sondern in der gesamten Dating-Zeit wirklich gelernt habe. Hab Interesse daran, was diese Person eigentlich macht. Betrachte sie nicht als Mittel zum Zweck. Betrachten Sie nicht als, was ein sehr, sehr starkes Vorurteil gegenüber Dating-Coaches ist und was auch bei vielen Dating-Coaches einfach so halt vorkommt, ja.
Betrachte sie nicht als Mittel zum Zweck, sondern betrachte sie als Person, die es dir was bringt, diese Person näher kennenzulernen. Es ist eine interessante Story. Ja? Sie hat interessante Storys zu erzählen. Und wenn sie keine interessanten Storys hat zu erzählen, dann kannst du immer noch weg. Dann kannst du immer noch weg. Und das ist das Ding. Du hast dann auch ein viel besseres Bild von ihr und viel mehr Respekt vor ihr, wenn du sie als Person wahrnimmst, die dein Leben bereichern kann. Und das ist etwas, was ich gelernt habe und was für viele Leute auch, wenn sie aus einem, sagen wir mal, Mangel-Mindset herkommen, das ist aus Englisch Scarcity-Mindset. Wenn du, was ich 2 bis 3 Jahre lang keinen Sex hattest oder noch gar keinen Sex jemals hattest, dann fällt es dir teilweise schwer, Menschen als das zu betrachten oder Frauen als das zu betrachten, wie sie sind. Nämlich extrem interessante Schöpfe, die dein Leben bereichern. Und viele Leute kommen dann auf die Idee, Frauen. Also ich rede jetzt über Männer, aus der männlichen Sicht. Ich habe, ne, bei Frauen habe ich ja wenig Einblick in deren Sicht. Wie ich Frauen als einfach nur als, ja, als Objekte zu betrachten, an denen man dann irgendwelche sexuellen Gelüste stillen kann. Und das ist ja nicht das, was du willst. Und selbst das Stillen dieser sexuellen Gelüste macht ja dann auch weniger Spaß, wenn es einfach nur darum geht. Wenn du erstmal eine Person nicht verstanden hast und hast dann Sex mit ihr, ist das halt 10-mal besser. That's it, ja. Kam das nicht auch von Ayn Rand, dass Sex eigentlich der Ausdruck von den höchsten Werten ist? Kannst du das nochmal richtig wiedergeben? Genau. Sex, Anziehung, Erotik ist der Ausdruck der großen Übereinstimmung der Werte. Ja, das ist so das Ding, was Ayn Rand halt auch. Ayn Rand ist extrem, um es mal einen komischen Begriff aus dem heutigen Zeitraum zu nutzen, Sex positiv. Ja, also die sagt einfach, weil sie auch gerade, wie gesagt, keine Trennung macht zwischen körperlichen und intellektuellen. Das ist ganz wichtig. Macht diese Trennung nicht auf. Weil dann habt ihr auch, ich gehe noch mal kurz auf den Tangent, warum diese Trennung Ja. scheiße ist. Diese Trennung ist scheiße, weil ihr habt dann auch extrem viel sexuellen Charme, weil dann denkt ihr, okay, es ist ja, ich trenne jetzt mal kurz meine fleischlichen Gelüste und meine intellektuellen Ansprüche. Und wenn du dieses Mindset hast, dann gehst du an Sex ran, als ob es irgendwas ist, als ob es wie Essen, Schlafen oder auf die Toilette gehen ist. Das ist es ja nicht. Ja? Und danach hast du extrem viel sexuellen Charme, teilweise. Weil du dann irgendwann merkst, scheiße, ich habe gerade mit dieser Frau geschlafen, ich habe nichts, was sich mit diesem Menschen verbindet. Und ich habe gerade einfach nur nicht im Einklang mit meinen Idealen gehandelt. Und daher kommt das. Macht diese Trennung nicht auf. Lest ein Rant darüber, wie sie Platon halt mega hart disst, dass diese Trennung überhaupt aufgebaut ist. Und ja, lebt ein intellektuell ehrliches und kongruentes Leben. Cool. Ayn Rand hat ja auch gesagt, Sex is a celebration of life oder so, ne? Ja, ist es. Ist es. Ja. Ganz ehrlich, man wird gut im Bett, wenn man das auch wirklich so zelebriert. Ja, wenn du wirklich eine Zelebrierung des anderen hast, wenn du darauf eingehst, was deren Bedürfnisse sind, und darüber habe ich auch noch mal was gelernt. Die können auch dominant sein und die Bedürfnisse auf die Bedürfnisse eingehen. Weil, das ist jetzt Hot Take, 80% der Mädels stehen auf dominante Kerle. 80% ist konservativ geschätzt. Wahrscheinlich ist es 90, 95. Und ihr könnt deren Bedürfnisse damit vollkommen stillen, indem ihr dominant seid. Aber seid dafür nicht irgendwie beschämt oder ähnliches. Ihr seid einfach considerate, versucht es herauszufinden, wie ihr das am besten anstellt, und seid einfach im Moment. Ja, so leidenschaftlich. Genau, seid leidenschaftlich. Jetzt hast du gerade am Anfang, bevor wir eigentlich aufgenommen haben, noch was super Interessantes gesagt. Und zwar, du bist ja in Berlin gerade und seit Ja. 2 Wochen hast du hier einen Think Tank gegründet. Jetzt würde mich natürlich Genau. interessieren, wie kam es dazu und was macht ihr denn da jetzt genau in Berlin? Genau, also wir sind das Berlin Center for Individualist Thought, kurz BCIT. Das habe ich zusammen mit meinem Partner George Manchev gegründet. George ist aus Serbien und er ist unglaublicher Philosophie-Experte. Ich bin ja, ich habe ja gesagt, ich habe an der WU studiert, das heißt, ich bin Businessman mit
mit einem Schwerpunkt auf Philosophie, aber ich habe es nie wirklich studiert. Politische Theorie habe ich nie wirklich studiert. Deswegen habe ich mich mit George zusammengetan. Die Idee ist uns sagen Anfang dieses Jahres gekommen. Wir haben uns auf einem, ich war ja National Coordinator bei den Students for Liberty und auch übrigens geiler Verein, wenn ihr irgendwo studieren geht. Guckt euch um, ob die einen Chapter in eurer Uni haben. Wenn nicht, gründet eins selbst. Es gibt ein paar richtig geile Organisationen im Jugendbereich, Libertarismus, also auch Liberty Rising, die ganzen geilen Jungs und Mädels da, die haben sie nicht drauf, geht zu denen hin. Anyway, also, ich war bei den Students for Liberty, war dort National Coordinator und habe dort auch eine Philosophieschule ausgerichtet. Das ist die sogenannte John Galt School. Und die hat sich halt mit Objektivismus beschäftigt und George war einer der Redner. Und zu dem Zeitpunkt war ich noch nicht in Berlin. Georgi war schon in Berlin, weil er hier seinen Master in Nordamerika-Studien gemacht hat, an der Freien Universität. Und dann bin ich halt nach Berlin gekommen. Wir haben uns von Anfang an gut verstanden und wir wollten einfach diesen Think Tank gründen. Und die Motivation für diesen Think Tank ist, Berlin ist eine sehr geile Stadt. Berlin ist vor allem eine extrem individualistische Stadt. Du kannst hier in den Club gehen und du siehst, wie sich Leute extrem frei verhalten. Du hast. Wenn du es mal auf den Punkt bringen willst, hast du freie Liebe, du hast sehr viel, auch teilweise Drogenkonsum, der jetzt nicht unbedingt mit dem Staat einher, also vom Staat her so gewünscht ist. Du hast auf jeden Fall Leute, die sich sehr stark individualistisch verhalten und dann auch ganz klar sagen im Gespräch mit dir, ja, diese Drogen nehme ich halt und der Staat hat nichts zu sagen, welche Drogen ich nehme und welche ich nicht nehme. Also sehr individualistisch. Aber diese Menschen sind teilweise dann nicht in der Lage, den Sprung zu machen, diese prinzipielle Anwendung des Individualismus und zu sagen, ja, jetzt übertrage ich das mal auf mein Business. Der Staat hat mir nicht zu sagen, wie ich meine Stunden gestalten soll. Der Staat hat mir nicht zu sagen, wie meine Ladensöffnungszeiten aussehen sollen. Der Staat hat mir da und da nichts zu sagen. Und was unsere Aufgabe ist, war ich ja gerade so kurz weg? Ich habe gerade ein paar Verbindungsprobleme. Hast du bist mit? Ja, aber ich höre dich. Cool, alles klar. Anstatt das prinzipiell anzuwenden, sind hier viele Menschen, die halt aus so einer Art Links sind. Und das nervt. Das nervt einfach, dass sie nicht konsequent individualistisch sind. Und wir machen Speaker-Events, wir machen Panel-Discussions, wir machen, dass wir halt zeigen, dass wir zeigen, Individualismus ist geil. Individualismus und Freiheit ist für dich relevant. Dein Leben wird dadurch besser. Und du solltest jetzt Individualist sein und Freiheit auch in deinem Bereich verteidigen. Unsere Zielgruppe sind Studenten der einen Seite, weil die halt auch sehr neugierig sind. Aber meine persönliche Lieblingszielgruppe ist auch der Unternehmer. Der Unternehmer ist der Mensch, der Werte erschafft. Er ist der Creator. Er ist der, der Ideen nimmt und sie für die Menschheit zugänglich macht, die Gesellschaft nutzbar macht. Das ist der Unternehmer. Und wenn ihr auch Ayn Rand lest, ist das die Heldenfigur. Der Unternehmer ist der Held in der Gesellschaft. Allerdings ist der Unternehmer in Deutschland und vor allem in Berlin, ist ja die Person, die am meisten geknechtet wird. Und das finde ich, ist auf jeden Fall ein Unding, wo wir uns halt gegen wehren müssen. Und deswegen ist das eine unserer großen Zielgruppen. Früher hätte ich gesagt, wie man Leute libertär macht, ist, man liest, man gibt ihnen sehr viele Bücher, man schreibt tolle Aufsätze, die dann Leute irgendwie lesen oder so. Nee, der einfachste Weg zum Libertarismus ist, eine ganz normale Business-Anmeldung in Berlin zu machen. Mit einer Steuernummer, die du nie bekommen wirst, oder viel zu spät, mit irgendwelchen gelangweilten Menschen, die einfach genau wissen, ich muss hier gar nichts machen, der Mensch verliert irgendwie seine Existenz, ist mir aber egal. So wird man wirklich libertär. Und das sind halt zuständig, insbesondere hier in Berlin. Berlin ist eine sehr geile Stadt. Und der Kollektivismus macht sie weniger geil. Und unsere Aufgabe ist es halt, mit vielen verschiedenen Partnern zusammenzuarbeiten und zu zeigen, mit mehr Freiheit kann Berlin noch geiler werden, als es ohnehin schon ist. Okay.
Und du hattest jetzt auch erwähnt, dass ihr in einer WG seid. Ist das so offen, dass man da praktisch zu euch kommen kann? Oder ist es einfach, dass ihr euch mögt und da zusammen wohnt? Also, warte mal ganz kurz, ich habe es nicht so ganz verstanden. Ich Ja. baue nebenher auch noch eine libertäre Idee auf, das hast du, glaube ich, erfahren. Ja? Ich mache mal mein Video aus, dass die Übertragung fürs Audio besser ist. Meinst auch aus. Ja, dann lass mich die Frage nochmal stellen. Hörst du mich jetzt gut? Ja, ich habe mich jetzt auch mal ausgemacht. Ja. Also meine Frage war, weil du ja Ja, ich finde es gut. du meintest ja, ihr habt einen relativ großen Wohnraum und da würde mich jetzt interessieren, ist das so, dass man da. Ja, wenn jetzt hier jemand nach Berlin kommt, was weiß ich, für ein paar Monate, dass der dann bei euch wohnt und da den Alltag mitkriegt? Oder wie ist das jetzt, der Wohnspace von euch? Genau, also das sind zwei meiner Projekte, die eigentlich getrennt sind. Also BCIT ist das, was ich gerade mache. Da bin ich Executive Director, also Geschäftsführer. Das mache ich aber unabhängig davon, wie ich gerade meine libertäre WG hier hochziehe. Also wir machen Ah, gerade okay. eine libertäre WG hier in Berlin. Wir haben dort 5 Plätze frei. Wir haben gerade recht viele Bewerber da drauf und wir versuchen halt wirklich zu sehen, seid ihr ein guter Fit für uns? Das heißt, seid ihr libertär? Habt ihr zum Beispiel Krypto-Berührungspunkte und so weiter und so fort? Und Ziel ist es halt auch, ein liberales und libertäres Hub in Berlin zu sein. Ja. Das ist, wir haben einen sehr großen Wohnraum hier. Wir leben auf 270 Quadratmetern, auf 5 Personen. Wir haben einen sehr großen Coworking Space. Und da kann man wirklich was bewegen, wenn man einfach eine Community zusammenbaut. Und für viele Leute ist das insbesondere im libertären Bereich immer ein bisschen spooky. Oh mein Gott, er hat Community gesagt. Wird jetzt das Individuum abgeschafft? Nein, auf gar keinen Fall. Und deswegen suchen wir auch Leute vor allem aus, die libertäre Werte halt haben und sie auch verteidigen. Ja, also Felix, ich muss sagen, ich finde das so eine ultra geile Sache, was du da machst, ja, dass du das tatsächlich machst, dass du da schon wohnst und dass, ja, dass das praktisch schon in den Startlöchern ist und losgeht, weil ich habe jetzt gestern auf Netflix angefangen, The Billion Dollar Code zu schauen. Das ist eine deutsche Serie praktisch, die Entstehungsgeschichte von Terravision erzählt. Ich glaube, das ist auch historisch akkurat. Ganz kurz für die Leute, die es nicht kennen: Terravision war 1994 praktisch Google Earth. Ja, die haben 1994 in Berlin mit dem Chaos Computer Club, der auch praktisch in so einem Kollektiv zusammengewohnt hat, ja, ich sage auch jetzt mal das böse Wort, haben die halt Ja. Google Earth kreiert, ja, so ein Globus, wo du dann hinfliegen kannst und dann kannst du dann San Francisco besichtigen und so weiter und so fort. Und ich glaube, dass so Spaces, ja, wo man wirklich in Persona mit anderen Denkern und Personalitäten, wie jetzt zum Beispiel dir, tagtäglich interagieren kann, dass da so viel geiler Shit draus wachsen kann, ja, weil das ist einfach, das ist so ein richtiges Nährbodending für Kreativität, ja, und wenn du da jetzt sagst, ihr habt so einen großen Space, ja, dann braucht ihr eigentlich nur noch eine gute Internetverbindung und ein paar Leute, die sich mit Programmieren auskennen und dann kommen die zusammen und sagen, hey, was können wir denn Cooles machen? Okay, lass mal dies, das machen und dann auf einmal, bam, hast du, was weiß ich, die nächste coole Monero-Application oder so. Und deswegen, ich finde das so wichtig und Genau. ich finde das richtig schade, dass es das irgendwie nicht so gibt. Zum Beispiel, ich war auch in Georgien letztes Jahr und da war das halt wirklich so, ja, ich war da mit meiner Freundin allein und wir haben da praktisch Corona überwintert. Aber das war, ja, da hat halt irgendwie so dieses alltägliche Soziale gefehlt, was eben genau das ist, wo du Ja. praktisch jetzt den Rahmen schaffst mit dieser Wohngemeinschaft. Genau, das ist das Ding. Wir haben am Ende des Tages finden dort halt viele Dinge zusammen, die ich halt auch verkörper. Ich komme von der WU, ich bin der Startup-Typ, ja. Aber ich bin auch halt philosophisch interessiert. Und genau deswegen machen wir jetzt hier einfach eine Startup-Flat, die philosophisch auf einer Linie halt ist. Ja. Und mal ganz ehrlich,
Wir sind, wenn wir sagen, wir sind auf einer Linie, dann bilden wir immer noch alle Strömungen des Liberalismus theoretisch ab. Ja? Ja, das heißt, wir sind jetzt nicht irgendwie eine Rand-Sekte oder ähnliches, ja? Sondern wir sind Leute, die ein gemeinsames Ideal haben, die gemeinsame Werte haben und sich damit halt die Welt gemäß diesen Werten verändern möchten. Ja? Und das kriegst du, das ist ziemlich schwierig, das alleine zu machen, weil du auch dann irgendwann abends einschlafen musst und du denkst, wow, es fühlt sich gerade schon echt anspruchsvoll an, aber wenn du das mit 5 Leuten zusammen machst und die leben alle in einer Wohnung, dann pusht du dich so ungemein, Ja. dass das einfach unsere Vision ist. Und ja, also auch wenn Leute interessiert sind, wenn ihr in Berlin seid, schreibt mich an. Ich würde sagen, schreibt mich privat unter meiner Adresse an, felix.hosse, also hosse, at hosse.de. Da könnt ihr mich anschreiben, wenn ihr für Wohnungsinteresse habt. Ihr könnt auch anschreiben, wenn ihr für das Coaching Interesse habt. Das sind die Adressen, wo ich antworte und euch auch dann weiterhelfen kann. Ja, also ich finde, das ist auch ein gutes Schlusswort. Ich würde dir nochmal den Floor geben, wenn dir jetzt irgendwelche Sachen noch ungesagt geblieben sind, die du unbedingt loswerden willst, kannst du es jetzt tun und natürlich auch deine sonstigen Kanäle pluggen. Ich habe zum Beispiel auf YouTube gesehen, machst du auch so Interviews zum Thema Krypto, ne? Genau. Also jetzt hier nur ein bisschen ausholen. Also unsere Website vom BCIT, vom Berlin Center for Individual Thought, ist BCIT.berlin, also www.bcit.berlin. Das ist die Website, wo ihr uns da findet. Ihr findet uns immer, wenn ihr BCIT.berlin irgendwo eingibt, findet ihr auf Twitter, da trollen wir, oder auf Instagram, da trollen wir gerade Instagram selbst. Also wir sind da ziemlich based unterwegs, würde ich mal sagen. Das ist der Punkt. Auf YouTube findet ihr mich, wenn ihr meinen Namen eingebt. Dort habe ich mehrere Babys. Ich habe dort hoste dort einen Podcast für 21 Treasury. Das ist eine Unternehmensberatung in Sachen Blockchain. Beschäftigen wir uns halt mit diversen Blockchain-Themen. Das ist immer interessant. Genau, da müsst ihr aber meinen Namen eingeben. Und mich privat findet ihr auf Instagram, Felix Loves Liberty in einem Wort. Und auf Twitter bin ich jetzt auch noch unterwegs. Das ist ein neues Ding, seitdem ich bei uns Executive Director bin. Das Handle ist The Free Felix. Und ja, das war es eigentlich schon. Das Für Anfragen felix.hosse@hosse.de. also ich mache mal meine Kamera kurz wieder an und hoffe, dass die Verbindung stabil genug ist, dass du oder dass wir uns gegenseitig hören können. Felix, ich muss sagen, das war echt eine geile Unterhaltung mit dir gerade. Also es hat mir wirklich unglaublich viel Spaß gemacht und mich macht das so hoffnungsvoll, dass es Leute wie dich gibt, die so ein bisschen sind wie Leute wie ich, ja, dass ich mich nicht so alleine fühle, sondern dass ich merke, hey, da sind einige, ja, und genauso habe ich mich auch auf dem Liberty Sunrise gefühlt, so Leute in unserem Alter, die einfach aus sich heraus, aus eigener Motivation Sachen starten und ich finde, jetzt ist so die Zeit, wo wir uns zusammenfinden können, ja, wo schon wirklich was angegangen ist, wo es nicht nur so Träume sind und ich bin wirklich, das macht mich hoffnungsvoll. Das ist eine riesen White Pill in diesen dunklen Zeiten, gerade von Corona-Wahnsinn und Finanzkrise und hast du nicht gesehen. Deswegen einfach riesen Props an dich. Ich hoffe, der Zuhörer oder die Zuhörerin konnte hier aus dem Gespräch auch was mitnehmen und ihr habt das gemerkt, dass es mir so Spaß macht, weil ich finde, also so ist es bei mir zumindest immer, wenn ich Podcasts höre, man hört das raus, wenn dir Interviewgast oder der Interviewer das nur so macht, oh ja, hier ist ein Sponsor, mit dem muss ich jetzt reden oder ob das halt wirklich ein Herzensthema ist. Und ja, deswegen, ich werde mir das auf jeden Fall auch nochmal anhören und ich denke, auch noch so beim zweiten Mal anhören, kriegt man dann irgendwie Erkenntnisse, die jetzt, obwohl ich hier der Host bin, die so ein bisschen an mir vorübergegangen sind. Also ich muss mich bei dir bedanken, weil es hat mir echt mega Spaß gemacht. Ich glaube, das nächste Mal, wenn ich in der Frankfurt-Gegend bin, was ich auch mal öfter sein werde,
komme ich vorbei. Du kannst immer nach Berlin kommen. Ich denke mal, dass das Nice. in den nächsten 2 Monaten ja auch zum libertären Hub wird. Das wird sehr geil. Ihr müsst mich dann halt, ihr schreibt mich an, dann schauen wir uns, dann trinken wir einen Kaffee, trinken ein Bier. Wir haben auf jeden Fall da ziemlich Bock drauf. Und genau, also ich danke dir für die Einladung. Der Job, den du machst, ist echt Hammer, wie du halt die ganze libertäre Szene halt connectest. Sehr geil. Ja, und das, also vielleicht noch kleine Vorgeschichte. Es war echt lustig, weil ich habe Felix vorgestern angeschrieben. Da war irgendwie so, ich stand morgens im Bad und ich habe so ans Liberty Sunrise gedacht und ich habe an den coolen Jungen mit dem Cowboy-Hut und der riesen Gürtelschnalle gedacht. Und ich hatte mir damals ja schon deine E-Mail-Adresse gesichert, weil ich schon beim Liberty Sunrise direkt gemerkt habe, Alter, der tickt wie ich. Und dann habe ich dir geschrieben, du hast am gleichen Tag noch gesagt, jo, ich habe voll Bock. Und jetzt ja, sind wir hier und haben den Podcast praktisch aufgenommen. Deswegen, ich finde das richtig geil, wie die Technologie uns erlaubt, obwohl wir jetzt hier hunderte Kilometer auseinander sind, so richtig schnell zu iterieren, ja, und einfach mal so eine Folge rauszuhauen, die vielleicht für den einen oder anderen tatsächlich so ein Augenöffner ist. Vielleicht in Sachen Beziehung, vielleicht in Sachen Objektivismus, vielleicht in Sachen, was will ich mit meinem Leben überhaupt machen? Und genau, deswegen, es ist einfach Positivität und ich finde, das ist auch noch so ein Konzept, ganz zum Abschluss, das kannst du auch noch kurz kommentieren, was ich von Real Social Dynamics von Owen mitgenommen habe, die sogenannte Upward Spiral. Das heißt, wenn du eine gute Sache machst, ist die, also für dich, ja, ich sage jetzt zum Beispiel, was ich gerade mache, ich mache Sober Oktober, das heißt, im Oktober bin ich abstinent von allen jeglichen Substanzen, die psychoaktiv aufs Gehirn wirken. Also auch sowas wie Koffein, Nikotin und so weiter und so fort. Und ich mache auch intermittent Fasting, ich ernähre mich möglichst Paleo, ja, fast so ketogen schon. Mach das Und auch. das ist. Für mich ist das wirklich eine Upward Spiral. Wenn ich das eine mache, dann fällt mir das andere leichter. Und man circelt sich immer so leicht weiter hoch. Und dieses Momentum kann man richtig für sich nutzen. Und genau. Ja, klar. Wir haben derzeit ein Zeitalter erreicht, wo wir keine Ausreden mehr haben eigentlich. Das ist nicht geil. Also wir haben die ganzen Informationen. Und du hast gesagt, du machst Paleo. Ich mach ebenfalls Paleo. Ich bin, glaube ich, in fast jeder Beziehung in meinem Leben bin ich Paleo. Ich bin quasi der Höhlenmensch. Aber ich bin ein moderner Höhlenmensch, weil mittlerweile ist es halt so, dass du, wie gesagt, dass die Technologie erlaubt es uns extrem schnell uns zu connecten. Und das Einzige, was uns jetzt noch wirklich zurückhält, sind eigentlich wir selbst und unsere eigene Trägheit. Und deswegen ist es halt an uns, in diese Upward Spiral zu kommen, dass wir es als normal ansehen, als das Natürlichste überhaupt ansehen, Action zu machen. Dass du dann agil bist, dass du sagst, ich mache das jetzt einfach. Mir scheißegal, wie es läuft. Machen wir jetzt. Das ist genau das Ding, was ich auch so ein bisschen in die libertäre Szene reintragen will. Und ich denke, dass deine Podcasts euch auf jeden Fall dazu mega geil eignen. Cool. Dann noch ein abschließender Satz. Action comes before motivation. So sieht's aus. Okay, So also sieht's Felix, vielen Dank für die 2 Stunden. Das war super. Und wie gesagt, für die Zuhörer natürlich, die Links zu Felix findet ihr auch in den Shownotes verlinkt. Aber es schadet auch nichts, wenn ihr selber googeln lernt und einfach dann bei Felix auf dem YouTube-Kanal abonnieren drückt. Ich denke, man hat das rausgehört. Das ist ein echt cooler Dude. Und ja, da kann Großes folgen. Ja, also da kann wirklich. Ach, ich bin richtig optimistisch und gut, in diesem Sinne beende ich den Podcast und vergesst natürlich auch nicht, mich oder vergesst nicht, mich zu abonnieren, falls euch die Sendung gefallen hat. Ihr wisst, Monero ist meine Currency of Choice, ich nehme aber auch Bitcoin und die Links zu mir findet ihr auf alexanarcho.live. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Einschalten und fürs Durchhalten. Bis zur nächsten Folge. Tschüss! Ciao.